Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, Ausgabe 59 haben wir gesagt. 59. Noch eine bis zur 60. Ja. Ja. Genau. Wieder mal aus dem bayerischen Außenstudio. Ich sag's nochmal, fränkischen bitte. Ich wollte dich doch auch nur provozieren. Ja. Aus dem fränkischen Außenstudio, natürlich. Unterfränkisch sogar, ne? Ja. Gibt's auch obergärig? Ich sag mal, viel unterer geht's hier auch gar nicht, weil eine Autobahnausfahrt weiter oben ist Hessen, ne? Also ja. Naja, stimmt. Ne? Du bist so ziemlich am Randgebiet hier. Ja. Ja. Du hast jede Menge Comics gelesen. Ich asche auf mein Haupt wieder mal nicht so viel. Aber ich denke mal, wir fangen einfach mal an. Und ich würde auch sagen, du fängst an. Ich fange an. Weil du hast jetzt mal wieder den größeren. Na, selbstverständlich. Es wird langsam zum Running-Gag hier. Ja, also das sind, ihr wisst ja, ich habe momentan ein paar Abos gekappt, was mir natürlich Gelegenheit gibt, verschiedene Sachen, die ich vor langer Zeit mal gekauft habe, aufzuarbeiten oder auch zu komplettieren. Mhm. Eine von diesen Serien, die ich vor langer, langer Zeit gekauft habe, die aber noch nicht komplett war, ist die Serie Andrax von CrossCult. Mhm. Ist eine Serie, die ursprünglich in Primo Comics unter Kauka quasi erschienen ist, und geschrieben hat das der gute Peter Wiechmann. Mhm. Der sich seinerzeit sehr um die Primo Comics gekümmert hat. Ich bin schon vor dieser Ausgabe darauf gekommen, da gibt es nämlich von Gevacur oder Gevacur, Schweizer Verlag, gab es Nachdrucke davon. Und da das sehr schön gezeichnete Sachen waren, mit einem gewissen Trash-Faktor, habe ich mir die seinerzeit natürlich auch schon mal geholt. Und dann gab es die Gesamtausgabe irgendwann von CrossCult. Mhm. Gezeichnet hat das Jordi Bennett, also Bennett, der zum Beispiel auch Torpedo gemacht hat. Also auch legendäre Serie. Mhm. Und ja, der Peter Wiechmann geht in den redaktionellen Teil sehr darauf ein, wie die Zusammenarbeit mit demjenigen war. Dem hat er die Sachen immer nach Spanien geschickt. Die Originale waren lange Zeit auch verschlossen. Es galt zu klären, wer hat jetzt die Rechte. Mhm. Aber die Witwe von Rolf Kauka, nämlich die Alexandra Kauka, die in einer wunderbaren texanischen Ranch lebt, hat es dann letztendlich freigegeben, macht auch in jedem Band das Vorwort. Mhm. Und ja, das ist wieder eine sehr, sehr klassische Reihe von Abenteuer-Comics, die zum Beispiel anderen Serien gar nicht so unehrlich ist. Ja? Also dem Warlord zum Beispiel von DC, das spielt ja auch im Prinzip in so einer postapokalyptischen Welt, und auch der Hauptdarsteller, also der Andrax hier, war eigentlich ein Kampfpilot, wurde dann in der Zeit verschoben, wahrscheinlich in die Zukunft geschickt, und in der Zukunft gibt es halt alles Mögliche, da gibt es Dinosaurier, da gibt es Roboter, also so ein bisschen wie dieses Horizon New Dawn, bloß halt schon in den 70ern erfunden. Also das Spiel Horizon New Dawn. Ach, deswegen kenne ich es nicht. Ja, ja, schlecht. Es sind wirklich sehr, sehr wunderschöne klassische Zeichnungen, nicht koloriert. Also wirklich nur schwarz-weiß, also mit den Inks drauf. Und ja, also am Anfang hatte ich das Gefühl, hat sich die Serie noch ein bisschen ernster genommen, gerade so mit den Kampfelementen und den Dinosaurier-Elementen. Mhm. Also, und je weiter die Serie läuft, umso abstruser wird das Ganze. Du kannst sämtlichen Figuren aus der Popkultur darin begegnen, in dieser Zukunft. Ja, also da ist wirklich, Peter Wiechmann hat sich da seinerzeit einfach alles vorgenommen, was er irgendwo gesehen hatte, und hat das da mit reingebaut. Mhm. Ich habe hier jetzt mal den Band 3 und den Band 5. Die musste ich irgendwann nachbestellen, und irgendwann jetzt mir die Lücke halt aufgefallen, habe mir gedacht, okay, hole ich die mal nach. Jetzt weiß ich auch, warum ich die mir nicht schon vorher geholt habe, weil die Bänder kosten nämlich 18 €, was okay ist. Hat eine ordentliche Breite, ist auch sehr schön gemacht. Aber der Band 3 und der Band 5, das sind die eher seltenen Bände. Mhm. Und ich bin eigentlich nicht derjenige, der mehr zahlen möchte als der Coverpreis. Im Gegenteil,
hole es mir dann doch eher mal gebraucht und zahle dann weniger. Ja. Und nehme dann kleine Beschädigungen im Kauf, gar kein Problem. Aber das war bei diesem Band lange Zeit nicht möglich. Und jetzt habe ich hier tatsächlich für den Band 5 nochmal 11 Euro mehr bezahlt, als er eigentlich gekostet hat. Und das war eigentlich schon ein Schnapper, ne? Also den siehst du auch manchmal bei 35 oder bei 40 Euro irgendwo stehen. Ist jetzt nicht so, dass da ein riesiger Rand drauf ist, dass den sofort einer wegkauft, aber du findest halt nicht einfach mal zufällig dann billigere Ausgaben davon. Du kannst höchstens dann mal alle 5 oder so dann kaufen, aber dann halt auch wieder für einen ordentlichen Preis. Und den Kampf habe ich aufgenommen und habe dann zugeschlagen und habe die Serie jetzt komplett. Und ja, man kann es vielleicht so ein bisschen diesen Trash-Faktor mit Dylan Dock vergleichen, weil in Dylan Dock wird ja auch immer gern irgendwer eingebaut, irgendjemand, den man durch einen Film kennt oder durch eine Sage oder sowas, und so hat er das hier auch gemacht. Also da kann es durchaus mal sein, dass er und sein Kumpan, also er hat da so einen kahlköpfigen, muskelbepackten Typen, er selber läuft ja auch gern also traditionell mit freiem Oberkörper durch die Gegend und seinem Schwert und kämpft sich durch die Gegend. Und da trifft er hier mitunter auf Werwölfe, er trifft ja auf Amazonen, ja. Und natürlich, wer könnte das sein hier? Dieser Herr mit dem, hier ist eine Armbrust, aber ich sag mal, der Hut, der wird bestimmt grün sein mit der Feder dran. Ja, sieht als sehr nach Robin Hood aus. Ja, ne? Also er baut da viele popkulturelle Sachen einfach rein, die man auch kennt. Es gibt auch dann später eine Geschichte mit Frankenstein oder zwischendurch trifft er auch manchmal Relikte aus alten Kriegen, dass da ein alter Panzer rumsteht, der dann mit eingebaut wird. Den wird sich dann aber mit mutierten Zwergen bekämpft. Also es ist sehr, sehr abstrus, und wer einfach ein bisschen Spaß an dieser Trash-Attitüde so ein bisschen hat, der wird sich hier gut aufgenommen fühlen. Also ist denn klar, dass es die Erde ist? Also ist es? Ja, eigentlich ja. Also es ist überwiegend mehr, also es macht eigentlich nur auf der Erde Sinn, aber wir wissen einfach nicht, ist es jetzt in die Zukunft, und warum treffe ich dann plötzlich auf irgendwelche alten Wissenschaftler oder warum sind da Roboter und gleichzeitig irgendwelche Zwerge, und es klärt sich auch nie so wirklich auf, sondern das war wirklich, wie viele Serien aus dieser Zeit, wie zum Beispiel bei Triggern auch, der Fall, dass man einfach für die nächste Ausgabe was brauchte. Also man brauchte möglichst ein abgeschlossenes Abenteuer oder ein paar Sachen, die zusammengesetzt ein abgeschlossenes Abenteuer gaben. Und so ein Ding war auch Anthrax. Ähnliches hat er gemacht mit Kapitän Terror. Also das ist so eine Piratengeschichte, die wurde dann allerdings nicht die wurden dann allerdings nicht bei CrossCult veröffentlicht, sondern ich weiß jetzt gar nicht, beim anderen Verlag, waren dann aber relativ teuer, also oder sind immer noch relativ teuer, da kosten die Bände nämlich pauschal schon mal 29 Euro und haben noch weniger Umfang. Okay. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen vor zurückgeschreckt, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich sage, ja, also es ist ein Nischenprodukt, aber ob ich jetzt 30 Euro für, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 104 Seiten oder was das jeweils waren, ausgeben möchte, das sei mal dahingestellt. Also das wäre es mir wahrscheinlich, wenn ich den mal auf einer Messe oder so sehen würde. Ich hätte den Peter Wichmann gesehen, haben mir zum Beispiel schon mal ein paar Ausgaben habe ich mir signieren lassen in Erlangen. Ja. Habe ich mir seinerzeit, glaube ich, Thomas der Trommler war das, glaube ich, was ich mir signieren lassen habe. Und in so einer Gelegenheit, wenn es gleich signiert wäre, würde ich das machen. Ja. Die Dialoge musste Peter Wichmann komplett neu schreiben für die Serie, weil die waren verloren gegangen. Es war nur noch die Zeichnung irgendwie zu bekommen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die das lustig und interessant finden, wie er es macht. Aber es gibt auch, weil er sehr blümerant schreibt, die das dann hassen. Also ich kann das aber sehr gut mitlesen. Ne? Es sind ein paar markige Sprüche drin. Aber wie gesagt, wer so eine schöne Abenteuerserie in so ein Endzeit-Setting haben möchte und einfach nur Spaß ohne epischen Hintergedanken und ohne die große Lösung des Rätsels, sondern einfach nur Spaß in der Postapokalypse, der ist hier gut aufgenommen. Mhm. Ja. Wo ich hingegen weniger, und dann mache ich den Klassik-Teil gleich mal weiter. Ja. Wo ich ein bisschen mehr Probleme mit hatte. Ich habe ja im schönen Kuschelmuschel ein paar Blueberry-Chroniken gekauft. Ja.
Unter anderem hier ist es die Nummer 11. Mhm. Und in den Blueberry-Chroniken von E. Harper, da wird ja die ganze Blueberry-Timeline quasi chronologisch, wie der Name schon sagt, runtergebracht in die Serie, in eine chronologische Reihenfolge, also die Abenteuer des jungen Blueberry, dann die des im Bürgerkrieg und dann auch in der Nachbürgerkriegsphase. Und der Band 11 mit dem Titel Mr. Blueberry, weil er da eben kein Soldat mehr ist. Okay. Die war schon in der Nachkriegsphase. Mhm. Und zwar verschlägt es ihn da in das schöne Städtchen Tombstone, wo er dann natürlich auch auf alle möglichen Gestalten aus dieser Phase trifft, also Doc Holliday, ja, zum Beispiel, und Wyatt Earp, den Betreiber des Tombstone Epitaph. Mhm. Ja. Und all jene trifft er dann, spielt mit den Karten, fängt an, sich mit denen zu beschießen und so weiter und so fort. Was sagt mir denn Tombstone? Ist das irgendwie eine Stadt, die auch schon das irgendwie ist eine Westernstadt, bekannt ist? Ja, ja, das ist diese eine legendäre Westernstadt. Mhm. In dem Sinne, wo Wyatt Earp und vor allem Doc Holliday gegen eine Verbrecherbande dann mehrere Schießereien hatten. Okay. Ja, also das ist auch irgendwie geschichtlich belegt. Und wie man sich so eine schöne Western-Klischee-Stadt vorstellt mit einem Saloon und Prostituierten und Gangstern. Und in dieses geschichtliche Geschehen bindet er dann den Blueberry ein und auch relativ geschickt wurde es von Giraud gemacht, weil weil er macht das mit Hilfe dieses Redakteurs des Tombstone Epitaph, also der damaligen Zeitung, die natürlich vieles seiner Zeit davon überliefert hat. Mhm. Und da erklärt er natürlich auch, warum der Name Blueberry da gar nicht auftaucht. Ne? Das, hat er ganz gut verwoben. Es sind aber auch noch viele Rückblicke drin. Ich wüsste das nicht. Es sind viele Rückblicke drin und ich habe ja den Band, ich glaube, 012 gelesen und jetzt bin ich bei der 11. Jetzt habe ich natürlich gleich einen Band erwischt, wo der Rückblick fast der Inhalt des einen Bandes ist, den ich bereits gelesen habe. Und da ist es jetzt natürlich für mich jetzt nicht so spannend gewesen. Also die ersten Sachen haben mir besser gefallen. Ich muss mal schauen. 1, 2 habe ich noch, ob sich da die Lesefreude wieder etwas kommt. Aber ist vielleicht auch mein Verschulden, dass ich einfach die Bände genommen habe, die einfach da waren. Natürlich sind sie mehr oder weniger auch ohne Vorkenntnisse zu lesen, aber ich glaube, richtig genießen kannst du, wenn du den einen oder anderen dann wiedererkennst. Ja, okay. Ja. Und um den Klassik-Part jetzt komplett abzurunden. Okay. Eine Sache, die auch so ein bisschen liegen geblieben sind in den letzten Jahren, sind die Gratis-Comic-Tag-Bände. Ja. Weil einfach mein Abo-Stapel immer höher wurde. Und das. Unter anderem habe ich da den Band Jessica Blandy liegen, der zum Gratis-Comic-Tag 2014 erschienen ist. Okay. Ich hatte den ersten Band der Serie auch schon mal vorgestellt seinerzeit, weil mir das Cover sehr gut gefallen hat. Und da verschlägt es die Reporterin Jessica Blandy auch in den Süden der USA. Und es ist eine mega abstruse Geschichte mit Mord, mit einem tollwütigen Pferd, mit einem Autor, den sie da besucht. Und es wird auch selten Gelegenheit ausgelassen, die gute Jessica halb bekleidet zu sehen, was optisch auch sehr schön ist, manchmal aber ein bisschen seltsam wirkt. Also selbst auf mich, ne? Wo ich sage, naja, ich bin bereit, das gerne zu verzeihen, aber hier ist es doch ein bisschen übertrieben und ich weiß nicht, ob das so ein idealer Band war. Ungewollt oder was? Ja, also der Autor ist dann schon ein bisschen älterer Herr, den sie da trifft und der bedrängt sie dann und dann tritt sie ihm in die Eier und kickt den so weg und später kommt es auf die Idee, naja, so schlecht ist es ja vielleicht doch nicht, wenn wir so ein bisschen rummachen. Ja, also es ist sehr, sehr seltsam und für mich, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, ich weiß nicht, wird die Geschichte auch nicht richtig aufgelöst. Warum ist da dieses Pferd, also wird so ein bisschen angerissen, man kann sich sehr, sehr viel denken, es ist auch eine sehr träumerische Atmosphäre, aber das würde mich jetzt nicht weiter anfixen, da die nächsten Bände zu lesen, ganz klar. Zumal auch die sind von Schreiber und Leser. Ist das für ein spezielles Publikum? Das ist natürlich so ein bisschen 80er-lastig. Ja.
Und zu dieser Zeit konntest du dir halt nicht wahrscheinlich durch einen Klick irgendwas auf dem Bildschirm runterladen, was du vielleicht gerne sehen möchtest. Mhm, und okay. Hast du dann die halbnackte Jessie dir mal angeguckt oder auch die Tochter des alten Mannes, wie sie mit so einem Gangster und so weiter darum. Aber das ist nicht vordergründig, also es ist jetzt nicht so wie bei anderen Bänden, die wir schon bei Nara zum Beispiel. Bei Nara steht es noch mehr im Vordergrund. Mhm. Wie gesagt, wunderhübsch, was der Herr Dufault da gezaubert hat, aber Renault hat das dann geschrieben. Aber der Bussard Blues, weiß ich nicht, hat mich nicht hundertprozentig abgeholt. Also es tut mir ein bisschen leid, weil es ja eigentlich auch so ein bisschen meine Kerbe ist, so dieses klassische Material, aber hier hat es einfach nicht so gefunkt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, dann schieße ich mir mal für 10 Euro so ein Band, weil der Ursprungspreis ist 29 Euro und da das wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Leute gekauft haben, steht der Preis dann meistens noch bei 25 Euro, wenn du es irgendwo gebraucht. Und das ist es mir aktuell nicht wert. Mhm. Also, schade. Vielleicht ist es wirklich das falsche Thema mit diesem Band. Den ersten hatte ich, den ersten Sammelband mit 3 Geschichten hatte ich besser in Erinnerung. Mhm. Aber das war es jetzt nicht so richtig. Aber dafür, hey, ist der Gratis-Comic-Tag ja gut. Der steht ja demnächst auch wieder an. Mhm. Und dann gucken wir einfach mal. Na klar. Was es da wieder zu entdecken gibt. Ja. Ne? Können wir ja dann auch mal irgendwie mal gucken, ob man die ergatterten Hefte mal so ein bisschen vorstellt oder so. Ja, das Comic, was ich gelesen habe, ist Paper Girls, der erste Band. Und es ist wieder ein Creator-owned Projekt, genau, von Brian K. Vaughan, also aus dem Image Verlag. Der Breedstorm verzieht gerade das Gesicht. Ich muss das mal kurz kommentieren. Vielleicht sagen wir mal kurz dazu, was es ist. Ich habe mal als perverses Podcast-Getränk die Mio-Mate mit der Geschmacksrichtung Banane mitgebracht. Oh ja. Es hat mich irgendwie angelächelt im Laden und ich dachte, komm, das probieren wir mal. Wir probieren ja immer mal so einen komischen Scheiß. Und jetzt muss ich doch auch mal kurz einen Schluck nehmen. Ach, du hast es noch gar nicht getestet. Natürlich nicht, das habe ich mir nur für diesen Augenblick aufgehoben. Oh. Na gut. Ich hoffe, das stößt einem nicht auf. Ja. Meine Güte hier. Also wenn ihr uns nachher rülpsen hört, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Es schmeckt halt gar nicht nach Mate, ne? Naja, die Mate kommt schon so ein bisschen durch, ja, aber es ist ja so eher so Brause, ne? Bananenbrause hätte ich mal gesagt. Ja. Also es ist ganz leicht Mate-Nuance drin. Aber hauptsächlich ist es wie so, als hättest du so eine Vitamintablette verquirlt mit einer Banane. Ich schäme mich, ne? Ja, ja, ist schon, als könnte man Fliegen irgendwie damit umbringen. Aber wir sind ja offen. Ja, das dachte ich mir, deswegen habe ich einfach mal. Okay, zurück kurz zu Paper Girls. Und zwar Brian K. Vaughan war natürlich der Name, der mich hier dann überzeugt hat, das Ding auf jeden Fall mitzunehmen. Aber auch wurde der Band auch schon in diversen Besprechungen gelobt. Und deswegen dachte ich mir, komm, da machst du nichts falsch, nimmst du mal mit. Und zwar spielt das Ganze im Jahr 1988 am Morgen nach Halloween. Ein neues Mädel, bitte fragt mich nicht nach den Namen, auch wenn die hier abgekürzt sind. Es ist wieder mal meine Namensschwäche, die hier greift. Die macht sich halt auf ihre erste Route, die Zeitungen auszutragen. Und trifft dabei dann mehr oder minder auf die anderen Mädels, die das schon eine ganze Zeit länger machen. Also 3 an der Zahl sind es dann noch. Und zusammen, ja, beschließen sie halt, sich die Routen so ein bisschen einzuteilen. Und stoßen dann auf komische Gestalten, die sie natürlich erstmal noch mit Halloween in Verbindung bringen. Ja, die sind noch unterwegs und so weiter und so fort. Sind so, naja, fast ninja-artig gekleidete Erwachsene oder Halberwachsene. Und und dann sprechen die aber eine ganz andere Sprache, also die verstehen die überhaupt nicht und die bedrohen die auch und so weiter und so fort. Und es kommt so ein bisschen ins Handgemenge und man kann halt entkommen. Und daraus entspinnt sich eine weitere Geschichte. Brüstchen. Mit der Erwartung wird jetzt sehr gespielt bei dem Band. Also es ist halt so, man denkt halt erstmal,
1988, okay, das ist eine schöne Anlehnung an Stranger Things jetzt vielleicht oder auch E.T. und so weiter und so fort. Und man denkt dann auch, als sie dann so eine Art Raumschiff entdecken in einem Keller, ja, okay, es geht um Außerirdische. Die Erwartung wird dann aber irgendwann wieder etwas zersetzt. Ich möchte jetzt hier an der Stelle auch nicht zu viel spoilern, aber es geht in eine Entwicklung Richtung von so einer Art Mystery-Serie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Das ist so im Grunde das Setting, was man da erwarten kann. Hat sehr viel Spaß gemacht und es wird auch einen natürlichen Cliffhanger gelassen am Ende, ja, dass man dann auch mit Band 2 weitermacht. Es hat mich, obwohl das Brian K. Vaughan ist, jetzt nicht so geflecht wie sag schnell Saga, ja, das wäre nochmal ein ganz anderes Setting ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also es kommt halt alles so, was so die 88er, so die 80er Jahre so ausmacht, so ein bisschen rein. Also so Walkie-Talkies sind mit dabei und so an den Kostümen der Jungs kann man halt auch erkennen, was gerade so in war damals, also Freddy Krüger und sowas, ne? Mhm. Ja. Und und die vier Protagonistinnen, wie gesagt, die erleben da jede Menge Zeugs von Menschen, die plötzlich verschwinden. Das spielt halt auch in einer kleinen Stadt, in der Vorstadt im Grunde. Und auf einmal verschwinden, wie gesagt, alle möglichen Leute um sie herum und sie wissen nicht warum. Und das ist so der Mystery-Aspekt, auf dem das Ganze aufbaut. Ja. Ja. Ja, es freut mich sehr, dass du das gekauft hast. Ich habe vielleicht schon mal natürlich reingucken möchtest. Weil ich das natürlich lesen würde. Mhm. Vielleicht kannst du dann das nächste Mal auch nochmal kurz deine Meinung zu sagen. Ja, also Vaughan ist ja eigentlich alles gut, was ja, man so bekommen also kann. Es ist auch gut, ja. Mhm. Ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich bin jetzt mal auf die weitere Entwicklung gespannt, weil es wird dann gegen Ende oder gegen, sagen wir mal, Mitte des Bands auch eine klare Richtung gegeben, wohin das gehen kann und ja. Sagen wir mal so, es wird noch mit mehr 80er-Jahre-Klischeen gespielt. Und aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Also so atmosphärisch auch, die Zeichnungen passen wunderbar. Das kann man noch gar nicht erwähnen. Wer hat es denn gezeichnet? Cliff Chiang. Ja. Der hat, glaube ich, immer Wonder Woman gezeichnet. Ja, also es ist ein relativ lockerer Stil, aber sehr auch trotzdem noch realistisch genug. Ja. Mhm. Und passt super da rein. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, es handelt sich ja ich sag jetzt mal 12, 13-jährige Mädels, die da halt die Zeitungen austragen. Und also es ist relativ bunt auch gehalten, aber dann an einigen Stellen auch wieder etwas atmosphärischer, also etwas düsterer, wenn es denn passt. Und also. Nee, ich freue mich drauf, weil das ist ja eine Tätigkeit, die ich in den 80ern auch inne hatte. Ne? Ich habe ja Zeitung. Ja, tatsächlich. Ja, allerdings nur sonntags. Die großartige Bild am Sonntag habe ich ausgetragen. und die Welt am Sonntag. Ist aber vom selben Verlag. Ja, ich weiß. Und chronisch blank, wie ich war und wenig Taschengeld ausgestattet, bin ich dann durch du halt so drei was, ne? Meter tiefen Schnee und habe die Zeitung verkauft im Ort. Die Seele auch mal an den Teufel. Ja, ja. Nee, also es war. Es hat mich geprägt. Mhm. Und es freut mich, dass du das hier erworben hast, weil mich hat immer noch so der Preis so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Sowohl die US-Sachen als auch die deutschen Ausgaben sind jetzt nicht, dass du sagen kannst, du nimmst es wie einen Schnapper mit. Das ist im Prinzip. Aber das ist ja Image. Gab es da keins von diesen 10 Euro? Ja, 10 vielleicht Dollar das erste. Vielleicht das erste, aber ich hätte mir gern dann auch ein Gesamtding irgendwie gewünscht, aber das gibt es alles noch nicht. Und die späteren Image-Sachen sind jetzt durch den Dollarkurs halt auch immer relativ kostenintensiv, weswegen du schon eher eigentlich wieder das Deutsche holen kannst, zumal das hier ein schöner Hardcover ist. Zwar etwas kleiner, etwas kleiner geraten als das Panini, aber nicht viel kleiner. Also es ist nicht dieses alte Cross-Cult-Format, was es ist ähnlich wie so Saga, würde ich sagen. Ja, es ist etwas kleiner als das Standard-Panini-Trade, aber es gibt ja auch übergroße von Cross-Cult oder sowas. Ne? Und das ist es halt nicht. Ja. Umso besser, dass es du dir gekauft hast. Abonnier die Serie ruhig. Ich werde dann gnädigerweise mit dir teilen. Ja, ja. Und also freue mich schon sehr drauf. Also ich nochmal, muss ich nochmal
kurz sagen, weil wir ja auch gerade den anderen Crosscut-Band da hatten, das machen die schon richtig gut mit dieser Hardcover-Ausgabe. Das ist auch so ein schöner Einschlag immer, das ist so ein schöner Umschlag, so leicht ledrig, so irgendwie, also das ist so ganz gut gemacht. Also ich finde, das muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Das macht immer auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das stellt mir sich wirklich sehr gerne ins Regal halt auch. Ja. Ich habe hier da drüben in deiner Reichweite die Weisen stehen. Ja. Mhm. Da frage ich mich, das könnte ein ähnliches Format sein. Ne? Ungefähr, ja. Ne? Das kommt ist eine hin, ähnliche Höhe. Ja. Aber hat's, hey, das hast reicht. Du Saga nicht gelesen oder hast du das im Original gelesen? Doch, ich hatte Saga im Original gelesen, aber auch nur bis Band 3 oder 4 und wollte mir das dann irgendwann, weil ich dachte, das wäre irgendwann abgeschlossen, komplett holen. Aber das hat sich bis jetzt auch noch nicht so. Ist halt jetzt die Frage, wenn er jetzt schon wieder am nächsten ist, ob er dann mit dem einen nicht dann mal so langsam durch ist. Ja, ja, also im Gegensatz zu Kirkman ist es bei Warhen ja doch das öfter mal abgeschlossen halt. Ne? Ja, das bei The Last Man oder so. War ja dann irgendwann Ex auch Machina. Mal fertig. Ja. Ja. Gut, habe ich jetzt leider nicht gelesen, aber das wolltest du mir ja mal ausleihen vielleicht. Ja. Aber dann müsste ich erstmal deine ganzen anderen Sachen zurückbringen. So sieht es aus, Steffen. Ach, so sieht es aus, Steffen. Ein Kreuz. Ja, gut. So ein Stress, ne, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Aber echt. Dann soll man noch Serien gucken und zocken und ach, freizeitreich. Ich habe jetzt wenigstens die letzte Staffel von Game of Thrones gesehen. Also die sechste. Mhm. Hat mir. Ich wäre eigentlich für so eine Aktion, so Patreon mal einzurichten, dass uns jemand so einen Privatiersstatus finanzieren könnte. Ja. Weil dann kann man dann machen, was man will im Grunde. Ja, ich fürchte, diese Plätze sind schon alle besetzt. So, ich hätte da kein Problem. Es gibt, glaube ich, nicht viele in Deutschland, die das machen. Aber das würde dir gefallen, ne? Ja, so zwei, also morgens erstmal 2 Stunden Comics lesen. Ja. Dann 2 Stunden, was weiß ich, oder 3 eine TV-Serie gucken. Ja. Ne? Und dann kannst du dich deinem Sponsor noch körperlich hingeben, wenn du möchtest. Ne, das käme drauf an. Also ihr hört's, der Steffen ist offen für alles. Das ist jetzt ich weiß auch gar nicht, wenn man das hauptberuflich betreiben würde, würde es, glaube ich, nicht so viel Spaß machen. Ne? Ja. Also das, wenn das dann anfängt, Arbeit zu werden. Ja, dir schon. Nee, ich habe doch genug Hobbys. Ach so, ja. 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 Ist jetzt nicht so, dass mir da irgendwie langweilig wäre. Ja. Ich kann ja Podcasts schneiden oder aufnehmen oder hören. Wie der Drachenlord. Ja. Schneiden, rendern, hochladen. Der hat jetzt nur den Zahn aufgeschlagen. Er hat es jetzt wieder in die Sendung geschafft. Ich möchte mich bei allen sehr herzlich entschuldigen. Für mich ist das ein Phänomen. Metal-Leute, Servus und willkommen. Nein, aber du würdest auf jeden Fall sagen, Paper Girls sollte man definitiv mal reingucken. Ja. Ja. Ja, es gibt halt wirklich so viel halt wieder aktuell. Also es ist natürlich jammern auf hohem Niveau, wenn man einfach die Auswahl an großartigem Zeug hat. Nicht nur an aktuellen Sachen, auch an klassischen Sachen, die man noch nicht gelesen hat, die einfach Serien, die vor 1-2 Jahren zum Beispiel liefen und die man noch nicht hatte, wenn wir das schon allein auffüllen würden, wären wir schon jahrelang beschäftigt. Ja, so ist es. Ja. Aber so ist es eben. Ja, dann besprich doch mal die beiden Bände, die es letzte Woche oder im Laufe der letzten Woche als Rezension auf der Comic-Community gab. Ja, da gab es ja mehrere Dinge. Wir haben ja 2. Die 2 und vorher haben wir natürlich auch noch... Ja, vorher. Ich rede jetzt von letzter Woche. Wir wissen ja gar nicht, wann das Ganze erscheint, aber egal. Was ich auch noch gelesen habe an aktuellen Sachen, also es ist nicht nur, dass der Breedstorm hier immer das liest, was er vor 5 Jahren gekauft hat, sondern er hat auch noch aktuelle Dinge. Mhm. Und eins von diesen aktuellen Dingen ist Swamp Thing. Mhm. Da gab es ja neulich noch die letzte Reihe mit dem Untertitel Das neue DC-Universum. Wo es so, da diese New 52 Kosmos gespielt hat. Genau, zuletzt von Charles Soule geschrieben, mit Inhalten wie das Parlament der Bäume, wie der Konflikt Rot, also die Tiere, sprich Animal Man oder Grün, Swamp. Ja, genau, ja. Und die Fäulnis, ne? Hatte ich ja seinerzeit einige Ausgaben besprochen. Und die aktuelle Ausgabe hingegen hat was Besonderes. Ja. Die ist nämlich wieder von Len Wein oder Wien oder wie immer, es wird auf jeden Fall Wein geschrieben, der die Figur mal erfunden hat ursprünglich. Mhm. Und das ist natürlich ein klasse Autor dafür, wenn du deine eigene Kreatur quasi beschreiben kannst. Mhm. Und gezeichnet, noch geiler,
von Kelly Jones. Ja, passt auch super, ja. Den ich ja aus Batman-Zeiten und gerade mit den Elseworlds-Sachen wie Bloodstorm und so weiter sehr verehre. Ja, bei Batman mochte ich ihn halt nie so sehr, weil mir das zu übertrieben war dann. Am Anfang dachte ich das auch, aber da ging es mir wie bei McFarlane. Am Anfang ist es vollkommen ungewohnt und mit der Zeit siehst du dich dann rein und merkst, wie geil das ist, was die einfach gemacht haben. Nee, und von der Qualität her absolut top. Er ist halt wirklich, gerade was jetzt dieses Horrorthema, in dem das Setting natürlich spielt, beschreibt, ist Kelly Jones einfach ungeschlagen für mich. Rein. Ja. Also wenn ich schon sehe, wie er die Figur an sich zeichnet, gut, diese Sache mit dem rausragenden Rückgrat beim Sumpfding hat mir auch in den letzten, Inkarnationen, das ist ja jetzt nichts, was er da direkt erfunden hätte. Aber es sieht halt auch noch original aus, als käme das aus den 90ern, was er gemacht hat. Das hätte er auch direkt nach Roter Regen zum Beispiel. Hat er ihn? Nee, Blood Rain hieß es, glaube ich. Hätte das, abliefern können. Ne? Ja. Und ist aber neues Material. Aber hat er nicht auch schon mal Swamp Thing gemacht? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber. Ja. Aber es passt halt wie die Faust aufs Auge. Und man merkt relativ schnell, dass das Ganze jetzt nicht so verschwurbelt ist, wie das vielleicht zuletzt bei Charles Soule noch der Fall war. Sondern er schreibt eine sehr direkte Geschichte, wie das halt auch in den Anfangstagen so war, wie das vielleicht in den frühen 80ern auch noch war, die Geschichte. Es ist nicht sehr vertrackt, man muss nicht die letzten 50 Bände gelesen haben, wie das ja in aktuellen Superheldengeschichten ist, sondern man kann direkt loslegen. In der ersten Geschichte, natürlich gibt es auch immer mal wieder Treffen mit anderen DC-Figuren, trifft zum Beispiel den Phantom Stranger in der ersten Geschichte, nachdem er sich wie üblich mit seinem Kumpel dem Krokodil gekloppt hat. Also das ist ja auch so ein klassisches Sumpfding-Element, dass er sich mit irgendwelchen Kreaturen aus dem Sumpf klopft und die dann aber nicht killt, sondern dass er die dann verschont und am nächsten Tag kloppt er sich dann weiter. Und im ersten Band muss er einem Ehepaar helfen, dessen Sohn sich ja in so eine Art Zombie verwandelt hat. Ne? Da sind wir direkt schön drin in der Zombie-Thematik. Also im Grunde eine klassische Horrorgeschichte. Sehr klassisch. Und im zweiten, also ist unterteilt in zwei, sag ich mal, Kapitel grob. Ja. Und im zweiten trifft er einen alten Freund wieder, der ihm einfach helfen will, aus dieser Verzauberung, was er ja eigentlich hat, herauszukommen und wieder er selbst zu werden. Ja, also er möchte wieder, Alec Holland möchte wieder Mensch sein. Wir haben hier ein sehr, sag ich mal, geschwätziges Sumpfding. Ja, also er erzählt relativ viel. Und bei Alan Moore war das meiner Meinung nach, der auch sehr viel geiles Zeug zu dem Thema gemacht hat, war viel wortkarger. Und hier redet das Sumpfding ganz normal wie normaler Mensch und befindet sich da im Dialog, während es manchmal in anderen Serien nur mit Gesten und geringen Worten oder sowas kommuniziert hat. Und wie gesagt, es gibt diese typischen Figuren auch in dem Umfeld vom Sumpfding, die so ein bisschen magisch oder verzaubert sind, die treffen wir natürlich auch wieder. Es gab ja mal bei der Zusammenführung bei DC, wo Vertigo mit DC dann so ein bisschen verschmolzen, es gab dann ja die Justice League Dark, was nicht so hundertprozentig für mich funktioniert hat. Und einige Figuren daraus treffen jetzt auch hier wieder, wie zum Beispiel Deadman oder auch Spectre. Deadman passt da natürlich auch super rein. Ja, ja, Batman ist jetzt hier nicht, aber... Nee, Deadman meine ich. Deadman, ja gut, die treffen ja regelmäßig aufeinander. Mehr möchte ich zu der Handlung auch nicht sagen, aber es ist halt sehr leichtfüßig irgendwie zu lesen, ist jetzt auch nicht so mega traurig oder so, wie das auch manchmal so ist, sondern eher ein bisschen horrormäßig gut zu lesen, auch wenn man mit der Figur bis jetzt noch nicht allzu viel verbunden hat. Also wirklich, wie gesagt, ich mag es ja sehr klassisch. Ich weiß nicht, wie Leute reagieren würden, die vielleicht erst vor 2-3 Jahren oder so angefangen haben, Superhelden-Comics zu lesen, die vielleicht, was weiß ich, irgendeinen Marvel-Film gesehen haben und dann gesagt haben, jetzt müssen wir mal gucken, was da so geht, weil so sieht es halt nicht aus. Es sieht nicht aus wie die aktuellen Avengers. Nee, aber das,
auch gerade die Konstellation, so wie das jetzt hier drin ist, wie du es gerade beschrieben hast, mit Spectre und mit Deadman, das könnte quasi aus den 90ern entsprungen sein. Da hast du recht. Santana, ja, ja. Natürlich, die, ja. Die mit ihrem... Also so die ganzen markigen Figuren, sagen wir mal. Ja. Ne? Er hat auch immer so eine gewisse Art, Frauen zu zeichnen. Ne? Da gibt er auch mal, also er hält die Kamera da auch nicht, wie soll ich das sagen, direkt drauf, sondern macht viel mit Andeutung, aber auch sehr schön. Ne, hier zum Beispiel viel Schatten die Enchantress so, ne? Zum Beispiel darlegt oder so. Ist das jetzt auch nicht, dass die wirklich nackt ist oder dass mega viel zu sehen ist, aber es ist einfach sehr, sehr schön, die Darstellung der Damenwelt. Tätig. Ja, also durchaus und ja. Schönes Ding. Gern mehr davon. Es ist ja leider so, dass der Bernie Wrightson, der erste Zeichner war, mittlerweile gestorben ist. Mhm. Aber ich habe in der Rezension dazu auch geschrieben, dem hätte es wahrscheinlich gefallen, weil es halt auch sehr, sehr klassisch ist. Mhm. Also ist auch, wer zum Beispiel die Ästhetik von alten EC-Comics mag, diese Horror-Comics, der ist hier sehr, sehr, sehr gut beraten. Da passt das auch super rein, ja. Und wie gesagt, der Zeichenstil von Kelly Jones passt da super hin. Ja. Das, also für mich ist das ein Traumteam. Mhm. Ne? Und tatsächlich noch mehr Superhelden. Also es ist unglaublich, was wir für einen Superhelden-Content haben. Jetzt hab ich heute mal extra die Superhelden ausgespart. Ja, nee, aber es ist diesmal ist auch kein Trigan dabei. Ne? Mhm. Wir müssen trotzdem natürlich erwähnen. Aber aktuell, ich habe sogar einen unterschlagen und zwar Band 7. Unsere neue Rubrik Trigan des Monats. Neues aus Trigan. Ja. Ist schon pausiert. Ja, ja ich habe sie vor allem schon einmal durchbrochen, weil den letzten, ich habe Band 6 vorgestellt und dann die 8 und den 7. habe ich nicht. Das ist eine Katastrophe, ich arbeite daran. Also es geht ja nicht. Ihr glaubt nicht, dass ich euch irgendein altes Seemonster oder sowas unterschlagen möchte. Verschollene Episoden. Ja. Wo gibt es denn sowas? Ja. Eine weitere ältere Figur, wo es neues Material jetzt so gibt, ist Nighthawk. Mhm. Ich bin ja Freund von Batman-Variationen. Mhm. Ne? Weil Moon Batman und so. Moon Knight zum Beispiel mag ich. Mhm. Oder auch Shadowhawk von Image mochte ich sehr. Mhm. Und auch andere, The Midnighter. Mhm. Weil einfach die Batman, so wie er definiert ist, sehr stark eingeschränkt ist in dem, was er macht. Mhm. Also da gibt es relativ wenig Neues dazu. Ich habe hier auf dem Tisch liegen auch noch einen 10 cm hohen Haufen Batman-Comics. Okay. Die werde ich alle noch besprechen. All dieweil ich, also grob, all dieweil ich mein gesammeltes Abo jetzt mal hier komplett vorliegen hatte und da kann ich ein bisschen was zu den Variationen sagen, aber auch da kristallisiert sich raus, also bei Batman, das ist sehr stark eingeschränkt in dem, was er macht, und das ist bei Nighthawk und anderen ist es eben nicht so, oder bei Shadowhawk. Na gut, weil die gar nicht so festgefahren sind, sagen wir mal. Ja. Auch durchs Fandom. Das Fandom, die Fans stehen sich ja gerade bei Batman oder sowas immer gerne selbst im Weg, weil dann wenig Veränderungen zugelassen werden. Ne? Wir haben es bei Doc Ock gesehen, wir haben es bei Spider-Man gesehen. Genau. Ne? Das, dass die Fans... Ja, das selbst bei Batman. Also, wenn dann mal ein anderer im Kostüm war, Azrael oder sowas, dann... Kommen im Anschluss dazu. Da gibt es einiges dazu berichten. Okay. Ich schätze, du hast es noch nicht gelesen. Dann kannst du dir das hinterher auch sparen, weil ich werde dir alles verspoilern. So. bis du es liest, hast du es eh wieder vergessen. Ja, nee, macht nichts. No? Alles okay. Ja. Nighthawk ist der Kyle Richmond. Und der ist auch ein Millionär. Allerdings ist er Afroamerikaner. Und im Gegensatz zu Bruce Wayne hat er da noch eine Identität vorgeschaltet, nämlich Raymond Kane. Also Bruce Wayne ist quasi eine Kunstfigur, die Nighthawk, sprich der Kyle, erfunden hat, um sich den vorzuschalten. Warte, nochmal langsam, was? Also du musst dir das vorstellen, als hätte Batman, Identität ist ja Bruce Wayne. Und wenn er stattdessen eine andere Figur erfunden hätte, die und da vorgeschaltet hätte. So ist das da so gemacht. So wie Matches Malone. Zum Beispiel. Ah, ja, aber nur hauptamtlich. Matches Malone. Matches Malone. Das ist eine Undercover-Identität im Grunde. Genau. Ja, ja, genau. Und da ist es halt seine Hauptidentität, die er wirklich erfunden hat. Und der hat sich zusammengetan mit einer anderen afroamerikanischen Dame.
die so früher eigentlich eine Schurkin war, so ein bisschen die verrückte Wissenschaftlerin gegeben hat, die unterstützt ihn jetzt so. Das ist seine Version ja von Alfred oder von Q, so eine Mischung dazwischendurch. Okay. Und er kämpft halt, glaube ich, war es Chicago? Er kämpft in Chicago und ist auch völlig egal. Er geht auf jeden Fall relativ hart gegen die Verbrecher vor. Also es ist sehr grim und gritty mäßig, wie das in den 90ern so üblich war, wie man es in den 90ern bei Image-Serien gesehen hat, und schreckt da auch nicht zurück, wen in die Luft zu sprengen oder zu töten und so weiter und so fort. Ne? Er hat dann so ein paar Gadgets, die die junge Dame erfunden hat. Ich glaube, die hieß Nightshade übrigens früher mal. Und da gibt es zum Beispiel so Eulenroboter, die Kameras sind, aber die auch einfach in die Luft sprengen kann, um jemanden in die Luft zu sprengen. Okay. Und da kämpft er gegen das Verbrechen, aber als Leitmotiv hat er sich die Polizeigewalt rausgesucht. Okay. Ne, ist ja immer mal wieder Thema, dass die amerikanischen Polizisten relativ, wie soll ich das sagen, relativ frei mit ihrer Dienstwaffe umgehen und dass man sagt, dass sie sehr überreagieren, indem sie Leute erschießen, die vielleicht nicht direkt hätten erschossen werden müssen, sondern die man vielleicht lieber erstmal schießen und dann fragen. Ne? Ja, das alte Wild-West-Ding ist natürlich von hier aus schwer zu beurteilen, weil wir natürlich nicht im Land leben, wo potenziell jeder eine Waffe haben kann. Ne? Also es ist ja, wenn hier jemand eine Waffe, ne, das ist eher ungewöhnlich und da ist es halt, könnte es halt Standard sein. Und auch gegen die geht er sehr hart vor. Ja, also auch gegen Korruption, aber das Thema ist wirklich diese Polizeigewalt, teilweise auch in Demonstrationsform, dass er sagt, da wird zu sehr gegen die schwarzen Demonstranten vorgegangen, aber er ist in dieser Episode nicht der einzige Vigilant, es gibt da nämlich noch einen Herrn, der sich gern mal mit unterschiedlichen Masken zeigt und ebenfalls gegen Korruption und Polizeigewalt vornehmlich vorgeht. Und ja, es kommt wieder zum Altbewährten. Was ist jetzt der Unterschied zwischen uns beiden? Ja, diese Diskussion wird aufgeworfen. Aber für mich ist die am Ende nicht wirklich beendet, diese Diskussion. Weil die Methoden sind sich doch teilweise sehr, sehr ähnlich. Und ja, also er ist definitiv kein Held, sondern Anti-Held. Und eigentlich hätte ihn schon die Avengers oder irgendwen normalerweise gestoppt, wenn er so vorgeht. Weil er noch härter ist als Frank Castle in seinem Vorgehen. Und normalerweise hätte da schon was passieren müssen. Zeichnerisch, wie würdest du das beschreiben? Ja, da muss ich mal gucken kurz. Ich habe natürlich so ein bisschen ja, okay. Also wir müssen natürlich erstmal sagen, wer es gezeichnet hat. Ja, den Namen habe ich schon wieder verdrängt. Ja. Das haben nämlich mehrere, die mir alle nichts gesagt haben. Und zwar ist das Leonard Kirk, Martin Morazzo und Ramon Villalobos. Die haben mir alle nichts gesagt. Und also mein Eindruck, um dir das mal die Zeit zu geben, dir das anzugucken. Nö, ich kann dir gleich meinen Eindruck sagen. Also ich hatte eher den Eindruck, als hätte ich so eine modernere Image-Serie so. In dem Dreh vor mir. Es ist sehr, ja, also es wirkt nicht so glatt poliert wie die restlichen Marvel-Serien. Oder? Was natürlich wieder mit Swamp Thing gemein hat. Also, das sieht natürlich angelehnt aus an dem, der den Nighthawk auch schon mal gezeichnet hat, nämlich an Steve Dillon. Ja. Leider letztes Jahr verstorben. Und der hat es seinerzeit gezeichnet, Nighthawk, als er Anfang der 2000er Jahre zusammen mit diesem Supreme Power zusammen aufgebaut war. Das war im Grunde derselbe Nighthawk, der hat so auch dieselbe Kostümierung und stammt ja auch ursprünglich von dieser, sag ich mal, Justice League Version von Marvel. Genau. Ja, Supreme Power. Squadron Supreme. Genau. Und das war dann die härtere Umsetzung des Ganzen, Supreme Power. Und da gab es dann halt auch diese ganzen Mitglieder auch nochmal in einem anderen Blickwinkel. Und Grim and Gritty, das, was du gesagt hast, das war auch damals so die Vorgehensweise. Ne? Genau. Und da finde ich es halt sehr angelehnt, auch gerade wenn du sie hier so siehst und so, dass man da schon versucht hat,
so ein bisschen an Steve Dillon festzuhalten. Auch mit der Kolorierung, die ist sehr in Dillons, also wie Dillon Sachen normalerweise koloriert sind gemacht. Genau. Ja. Das stimmt. Ja. Von daher, man hat versucht, denke ich mal, so ein bisschen auch die Fans von damals nochmal so ein bisschen mit ins Boot zu holen. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es davon auch nochmal wieder andere Inkarnationen? Also das heißt auch von den anderen Supreme Power oder Squadron Supreme? Ist mir nichts bekannt. Ist mir nichts bekannt. Hat man jetzt nur nochmal den Nighthawk da vorgeholt? Ja gut, es ist halt natürlich ein Zugpferd. Es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Abziehbild. Mhm. Aber das ist sicherlich das stärkste Abziehbild dann halt auch gewesen, weil er ist halt, hat halt auch keine Superkräfte wie Batman und ist dann... Na gut, wie heißt er denn? Der Superman-Verschnitt aus dem Team, der war auch schon ziemlich nah dran. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß er denn? Ultraman war es nicht. Ich weiß es gerade nicht, wie der hieß. Hm. Der hatte, hat ein Haar drauf. Hyperion? Hyperion könnte das sein, ja, ne? Ja. Ja, man kommt ja mittlerweile auch so ein bisschen durcheinander. Ich musste auch mal überlegen, auch das Team vom Midnighter ist dem ja sehr ähnlich. Da musst du auch langsam überlegen, welcher war jetzt in welchem Universum. DC macht sich ja einfach momentan und schmeißt das alles wieder einfach zusammen. Ja, also da kommst du nicht mehr durcheinander. Zwei Supermänner in einem Universum. Ja, wobei ich das fast schon wiederum interessant finde, was ich dazu gelesen habe. Aber schauen wir mal. Ja. No? Aber trotzdem leider für mich keine Leseempfehlung für jeden. Okay. Ne? Wenn man das Genre mag, wenn man es ein bisschen grimmig so mag und Punisher-mäßig noch nicht. Ist eine tiefere Story oder ist es denn jetzt? Ja, es versucht schon diese politische Kontroverse mit der Polizeigewalt aufzunehmen, aber für mich arbeitet das einfach nicht richtig ab. Mhm. Das hätte ich gedacht, kommt besser raus. Das Cover sieht natürlich auch wieder komplett anders aus als diese, wie du es bezeichnest, Dillen-ähnlichen Geschichten im Inneren. Mhm. Ja, also das wirkt eher ein bisschen polierter alles. Also es gibt dazu ja auch noch das Variant-Cover von Scotty Young natürlich, das obligatorische. Ja, das gibt es ja zu allem mittlerweile halt. Ne? Das ist aber auch hinten im Heft abgebildet. Mhm. Genau wie diese, es gab ja mal diese ganzen Variant-Cover mit so einer Art, wo jedes Heft aussah wie so eine Packung von so einer Action-Figur. Ja. Hat man bei Moonlight gesehen und hier ist das jetzt auch. Okay. Ne? Stimmt, das habe ich sogar schon mal gesehen. Also die ganzen Varianten sind drin. Mhm. Es gibt auch wieder ein erläuterndes Vorwort, was ich finde, was Panini sehr gut macht, dass man nicht einfach nur das abdruckt, was man irgendwie bekommt. Mhm. Sondern geht man da nochmal auf die Ära ein von damals? So? Ja, also hier hat es, Christian Endres hat was dazu geschrieben, wann die Figur erfunden wurde. Und wie er jetzt auf die Erde kam, also das ist schon immer so. Das spielt aber auch jetzt nicht im 616-Universum, ne? Das spielt jetzt aktuell, tatsächlich. Das spielt auf der aktuellen Erde. Oder auf der neuen jetzt, ja. Ja, wie man es halt betrachtet, ne? Ja. Und okay. Kann man machen, muss man aber. Also es ist jetzt kein Muss, sondern ein Kann. Okay, gut. Dazu passt ganz gut, Steffen, was du noch hast. Da kann man den Geschmack von uns auch so ein bisschen direkt gegeneinander halten. Das ist jetzt voll der Punkt. Komm hier mit Nighthawk und der Steffen. Oh, mit einer Serie, Alter, die ich auch in der heimischen Bücherei komplett vorliegen habe, an die ich mich aber noch nicht rangewagt habe, weil ich nicht wusste, ob sie vielleicht zu hart für mich ist. Ja, es geht um kleine, blaue Fantasiewesen, die auch ziemlich gemein werden können, wenn sie schwarz werden. Und zwar sind es die Schlümpfe. Oder haben sie es dann purpur gemacht, glaube ich, ne? Später dann. Die Schlumpf-Zombies wegen echt? Irgendwie war Durften die bösen Schlümpfe nicht schwarz sein? Ja, irgendwas war da. Ich krieg's aber gerade nicht mehr so ganz zusammen. Ja, also. Jetzt natürlich im Fahrwasser des dritten Films mit den Schlümpfen, der allerdings sich insofern abhebt von seinen beiden Vorgängern, als dass er komplett computeranimiert ist und praktisch kompletter Animationsfilm ist, kommt der Band Die Schlümpfe und das verlorene Dorf. Mhm. Ja, so ist ja auch so, oder so ähnlich ist ja auch der Titel vom Film. Ist das durchnummeriert? Ach, nee. Welche Nummer hat das mittlerweile bei den Schlümpfen erreicht? Das gibt schon eine Menge, ne? Das
wird jetzt extra gezählt. Also hier hinten hast du dann die ganzen anderen Schlumpfbände drauf. Und das jetzt hier, ich sage jetzt mal, das Tie-In zum Kinofilm wird extra gezählt. Das ist der erste Band. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da dann noch kommen werden. Jedenfalls ist das auch so in dem Stil gemacht, dass das alles mehr oder weniger Kurzgeschichten sind, die da drin sind. Und natürlich wird hier ein bisschen was vorweggenommen, aber ich meine, das ist jetzt nicht der große Spoiler. Ich glaube, jeder, der den Band schon irgendwo mal als Cover gesehen hat zumindest oder auch sich schon mal tiefgründiger mit dem Film beschäftigt hat, der wird das wissen. Die Schlümpfe werden in dem Film ein zweites Dorf entdecken von Schlümpfen und das sind dann alles Schlumpfinen. Also das sind dann alles weibliche Schlümpfe im Grunde. Ne? Wie günstig. Wie günstig. Da geht noch was. Ja, also die Hundeschlümpfe haben nicht mehr gereicht sozusagen und deswegen haben sie ja damals in der Zeichentrickserie auch schon nicht mehr. Wenn du dich noch erinnern magst, war ja dann auch noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Also Babyschlumpf, Omaschlumpf, Großvaterschlumpf und so weiter und so fort. Und ja, so ein bisschen geht das jetzt auch hier in die Richtung und wie gesagt, da tauchen dann die Schlumpfinen auf, die sich insofern unterscheiden. Also sie sind auch blau, aber sie haben jetzt zum Beispiel nicht diese Standard-weißen Hosen und Mützen an, sondern sie haben, ich sag jetzt mal, ein beiger Gelbton, sowas, ne? Mhm. Als Mützen und ja, dann natürlich eher kleiderförmig. Und ja, auf die wird jetzt hier eingegangen, also vielmehr auf die Begegnungen zwischen diesen beiden Schlumpfstämmen, möchte ich jetzt mal sagen. Und, bitte? Ich krieg gerade ganz komische Bilder im Kopf. Warum? Schlumpfstämme. Ja. Oh Gott, ich möchte das alles nicht. Du hast das doch gekauft. Ja, ja. Ich rede da aber auch von Schlumpfstämmen, nicht um dir komische Bilder. Nee, auch die reine Vorstellung, wie sie die ganzen Damen da... egal. Ja, nein, es ist hier natürlich für Kinder gemacht und dementsprechend harmlos ist das Ganze natürlich auch. Ich möchte jetzt da jetzt auch nicht dazu aufrufen, davon jetzt Fanfiction zu machen, die irgendwie mehr erzählt. Mhm. Natürlich gibt es auch bei den Schlumpfinen im Dorf eine sozusagen Mama-Schlumpf, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie sich auch so eine Schlumpfhilde heißt es, genau. Ja. Ich kann nur sagen, es ist, wie gesagt, so episodenhaft und es schildert so ein bisschen die ersten Begegnungen dieser beiden Schlumpfvölker, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ist eigentlich begleitend zu dem Film zu sehen. Also wenn man sich den Film gerne angucken möchte, aber auch wenn man mal andere Schlumpfgeschichten lesen möchte, naja, man sollte aber eigentlich vorher in den Film gegangen sein, eigentlich, weil sonst weiß man nicht so genau, woher kommen denn jetzt die Schlumpfinen eigentlich und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Aber prinzipiell ist das mal eine gelungene Abwechslung, sage ich jetzt mal. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Bände dann, wie gesagt, davon kommen. Es ist auch in Frankreich produziert, also es ist von französischen Kreativteam gemacht und von daher, ja, kurzweilig und unterhaltsam, würde ich sagen. Vielleicht vier Zeichen auf einmal und zwei. Ja, wahrscheinlich immer unterschiedliche Zeichner für jede Geschichte, ne? Hm. Stößchen. Gibt es... Lasst euch den Schlumpfbärensaft schmecken. Schlumpfbärensaft. Herr Brietzum verzieht schon wieder das Gesicht. Schmeckt so ähnlich wie Bananenmark. Ja, das ist, wenn der noch blau wäre, dann wäre es wahrscheinlich exakt das... gibt es denn... wie soll ich das sagen? Eifersuchtsszenen dann, wenn Schlumpfine nicht mehr die einzige Frau ist? Das wäre dann realistisch halt so. Also ne? Ich gebe jetzt mal ehrlich zu, ich habe den Band noch nicht komplett durch. Oh. Ich habe ihn mir aber auch gestern erst gekauft. Davon ab. Es gibt eine kleine Eifersuchtsszene, als Schlaubi so ein bisschen in die Bräuche der Damen eingeführt wird. Und da gucken dann die anderen Schlümpfe so ein bisschen hinterher, warum jetzt er und so weiter und so fort. Und sowas gibt es dann schon mal, ja. Muss auch sagen, so von dem Teil, den ich jetzt bisher gelesen habe und was ja auch der Trailer vom Film schon ein bisschen suggeriert, ist, dass halt
das weibliche Schlumpfvolk ein viel kriegerisches ist. Okay, also das wirkt jetzt hier so beim Durchblättern noch nicht so. Ja, beim Durchblättern nicht, so aber beim Schlumpf-Amazonen-mäßig dann. Ja, so in die Richtung geht das, ja. Ja. Also sind auch ganz gern mal mit Pfeil und Bogen unterwegs und sowas. Ja. Der arme Gargamel, ne? Also wenn die dann auch noch angreifen. Ja. Wie gesagt, bei Gelegenheit kann ich dann auch vielleicht mal nochmal auf den Film näher eingehen, wenn ich den dann mal gesehen haben sollte. Mhm. Und ja. Ich muss halt sagen, das ist so ein Thema, das fixt mich so überhaupt gar nicht an, wenn ich okay. Das hier so, ich das so, also das wäre jetzt nichts, was ich zwingend lesen müsste, und der Film, natürlich als Kind fand ich das total interessant und schön, aber wir hatten ja auch nichts nach dem Krieg, ne? Es war ja alles kaputt, da musstest du halt Schlümpfe gucken. Ja, und damals war es halt im Grunde aber ja auch schon so. Also da wurden ja dann, wie ich schon mal gesagt habe vorhin, da wurden ja dann auch ein paar Schlümpfe mehr mit reingebracht. Da wurden dann auf einmal Schlümpfe verjüngt, dann gab es auf einmal eine zweite Schlumpfine, das war dann das Set. Dann gab es irgendwann nochmal eine dritte, da wusste auch keiner, wo kommt die her. Das war dann diese, die hieß nicht Großmutterschlumpf, aber wie hieß die denn? Weißt schon, was ich meine, ne? Ältere Schlumpfine halt. Also es gab eine ältere, dann die bereits bekannte Schlumpfine und eine jüngere. Die Milf-Schlumpfine. Ja, ob die jetzt, die wurde schon sehr alt dargestellt. Ja, so, noch extremer. So ungefähr wie auch Opa-Schlumpf, den es ja dann plötzlich auch noch gab. Ja. Also so. Ja gut, das erklärt vielleicht dann doch ein bisschen von der Fortpflanzungspolitik. Das hatte aber der Opa-Schlumpf eher so ein gelbes, gelbe Mütze und gelbe Hose, so ähnlich wie die Schlumpfine. Meinst du, da das passt irgendwie zusammen? Weiß nicht. Mal also, gucken, welche Spin sich da noch entwickelt im Film nachher. Was ich hier interessant finde, hier vorne sind so die Bezeichnungen für Schlümpfe auch dabei. Wir wissen ja, ne, dass es eigentlich Strumpf heißt, oder Smurf. Ja. Hier steht jetzt aber noch Ipuffy und Pitufo. Ne? Also es scheint noch Länder zu geben, potenziell Spanisch und Italienisch, wo man von den Ipuffys und dem Pitufos spricht. Und wir lernen, welche Haarfarbe die Schlümpfe hätten, wenn sie dann Haare hätten. Ja gut, man sieht jetzt bei den Damen, sie sind dunkelhaarig, aber eigentlich Schlumpfin ist lila. Ja blond. Lila ist das? Ja, purpur. Mhm. Aber wie färbt sich Schlumpfine die Haare, weil die ist ja... Weiß ich jetzt nicht, wie das dann... Das vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung, sie ist ja künstlich geschaffen worden von Gargamel. Ach so. Ursprünglich. Du meinst, er hat sie sich nach... Nach gewissen Vorlieben. Da hatte sie ja damals zumindest in der Zeichentrickserie, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Bänden war ursprünglich, da hatte sie sogar zuerst schwarze Haare. Mhm. Und später, als sie dann freundlich wurde, ne, wurde sie dann blond. Ja. Naja. Ist auch schon wieder diskriminierend eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ja. Nun gut, aber wie gesagt, es ist kurzweilig, es ist jetzt natürlich nichts Anspruchsvolles, logischerweise, aber... Preislich natürlich sehr, sehr im Rahmen, sehe ich hier, sind 12,95 sind hier angesagt, das ist etwas günstiger als normale Splitteralbum, glaube ich, ne? Ja, na gut, und Thunfisch, ne? Also das Denkbüchereien sind auch so ein bisschen die Zielgruppe da gewesen, das ist komplett jetzt in Hardcover, und wenn selbst ich bei uns im Ort... Haben sie das gemacht? Ich nehme mal an, dass man auch, vielleicht, müssen wir dann Horst mal fragen, aber vielleicht auch eine höhere, etwas höhere Auflage da gemacht hat, wegen dem Kinofilm und sowas. Es geht ja jetzt ein bisschen weg von dem, was sie vorher gemacht haben. Sie hatten zu den beiden vorigen Filmen, hatten sie immer irgendwie so ein Schlumpfmagazin gemacht, und jetzt kommt dann halt doch ein komplettes Album, also, oder mehrere. Das ist halt auch was, denke ich mal, Eltern, die vielleicht unser Alter haben, dann irgendwann gern vielleicht mal an die Kinder weitergeben, weil man versucht ja dann vielleicht schon das Kind so ein bisschen in die Richtung zu drängen, was man selber gut fand früher. Genau. Gut, bei dir wird das jetzt nicht so schwierig, weil die Sachen schon alle zu Hause hast halt, ne, die du so als Kind gut findest. Alles von Disney. Weiß ich überhaupt nicht, was du meinst. Also ich habe ja jetzt auch so ein bisschen den einen oder anderen Film einfach mal so eingeführt oder das ein oder andere Thema. Und natürlich orientiert man sich da so ein bisschen. Frozen ist natürlich kein Film, den ich als Kind schon gesehen habe, aber das ist also, du meinst jetzt Sozialisation aus dem Kindergarten. Ah, ja. Okay. Mhm. Aber ich habe mein alter Lieblings-Disney-Film, um auch jetzt mal Disney-Content zu liefern, war natürlich Robin Hood. Es war mit, glaube ich, einer der ersten Streifen, die ich im Kino gesehen habe. Und ist natürlich für einen Jungen super Identifikationsfigur. Ja. Ne?
Und das wird eines der nächsten Geschenke werden. Hast du ja natürlich auch schon wieder eine kleine Überschneidung zu heute, weil da gab es ja den Film Zoomania, der im Original Zootopia hieß, und da hast du ja im Grunde nahezu dieselbe Besetzung. Du hast einen Fuchs, du hast das Häschen und so weiter und so fort. Also den habe ich noch nicht gesehen, das ist mal für irgendwann. Also das irgendwann ist auf jeden Fall, also gerade für die Kids auch schön und auch für Erwachsene, weil es im Grunde noch so eine Crime-Noir-Story hinten dran hat. Mhm. Ja, also ich bin. Das Ganze natürlich auch lustig. Dem bin ich auch aufgeschlossen gegenüber. Mhm. Es gibt so manche Sachen, wo ich sage, man muss jetzt nicht unbedingt sehen. Heißkönigin. Ja, gut, das sehe ich ja zwangsweise gelegentlich mal mit. Halt, ne? Das, ja gut, das funktioniert halt bei den kleinen Mädels. Ich kann die Lieder schon teilweise gut singen. Noch am schönsten. Das konnte ich leider nicht anders beeinflussen. Hm. Aber gerade die jungen Damen finden natürlich Prinzessinnen und so ist immer so. Da muss ich dann deinen Mädels nachher nochmal die Anna und die Elsa zeigen. Auf dem Disneyland. Da fahren die nämlich vorbei. In der Ehrlich? Ja. Na gut. Batman. Batman. Ich hatte ja berichtet. Oder wollen wir erst nochmal kurz. Machen wir erst nochmal kurz Pause. So, wir haben mal wieder ein Rezensions-PDF bekommen von den Jungs von Plimplim Comics. Und zwar neu ist erschienen War Comics Nummer 10. Hatten wir ja schon die letzten Bände von dem Bananensaft. Ja. Vielleicht ein bisschen. Hatten wir ja schon die letzten Bände alle besprochen und es geht wirklich zack, 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 alle paar Monate kommt ein neuer Band raus. Man fragt sich manchmal, wie funktioniert das? Okay. Aber es funktioniert ziemlich gut. Der Thorsten Brochhaus hat wieder alles Mögliche zusammengestellt, an deutschen, aber auch internationalen Künstlern. Und du hattest es ja auch gelesen. Was ist dir denn da so im Gedächtnis geblieben? Das ist immer eine schwierige Frage bei meinem Kurzzeitgedächtnis. Ja. Aber eindrucksvollsten, da muss ich aber dann zugeben, da muss ich den ersten Teil nochmal nachholen, ist halt tatsächlich für mich die Geschichte von dem Typen ohne Hose, was also eigentlich so. Da bin ich mir sicher. Ja. Ja. Okay, warum? Warum? Zeichenstil ist irgendwie ansprechend für mich und auch so die Story, also dass sich das so alles ein bisschen aufbaut, nach dem Motto, na gut, du müsstest mich mal ganz kurz ein bisschen aufklären, was im ersten Teil nochmal passiert ist, aber der Typ taucht ja irgendwo auf und weiß nicht so richtig, wer er ist, oder? Ja, also der Typ ohne Hose ist ein Western von Andreas Butzbach. Ja. Sehr, sehr dreckig, wie ein bisschen so wie so ein Spaghetti-Western, aber noch ein bisschen dreckiger. Und es ist immer so ein bisschen Eastwood-mäßig.
Und er kommt da in die Stadt, in die Bar und muss da erstmal so ein bisschen aufräumen. Mhm. Ne? Genau. Und schwarz-weiß gehalten mit, ja, glaube ich, war es teilweise, glaube ich, sogar. Ja, ja. Wir haben es jetzt natürlich, da das PDF war, nicht direkt vorliegen. Ja, nee, es teilweise, hat, es hat, teilweise mit roten Farbaspekte drin, genau. Aspekt, genau. Und sehr schöner zweiter Teil. Und es sollen, glaube ich, drei Teile werden am Ende dann halt. Okay. Ne? Schöne, dreckige Western-Geschichte. Einen zweiten Teil gab es übrigens auch wieder von der Christina Gehrmann, mhm, mit dem Namen Generation Praktikum. Ja. Und zwar muss da der junge Dämon auf die Erde, um ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Mhm. Und er landet da bei einer älteren Dame, wo das allerdings nicht ganz so funktioniert. Was auch nicht funktioniert, ist, dass hier das Wort Link hingeschrieben hat und du wusstest wahrscheinlich nicht, was du verlinken solltest hier, ne? Weil da steht immer noch das Wort Link. Da müssen wir vielleicht mal den Direktlink zu dem Podcast einbauen. Nee, ich habe den, da unten nochmal. Ja. Ah, okay. Ich dachte, oben habe ich es gesehen, aber da unten dann nicht. Naja, gut. Die gute Christina Gehrmann hat mir ja schon berichtet über Im Eisland und auch schon über den ersten Teil und das, also in demselben Stil, Manga-mäßig so ein bisschen, aber nicht komplett, ist es hier weitergeschrieben und es ist einfach ein Spaßserie. Mhm. Ja, sie versucht da die Oma irgendwie zu erschrecken, aber die Oma ist da eiskalt und rafft das gar nicht, was der Jungdämon so vorhat. Also ja, die vermutet einfach, da auch einfach andere Sachen. Mit. Ja, also, ja. Wow. Kann mal passieren. Ne? Wow. Macht einfach Spaß. Ne? Mhm. Ja, das die Geschichte mit dem Lokal da in Neuseeland war es, ne? Der Duft von Ramen, genau. Ne? Ist von Aljoscha Jelinek und Johannes Lott. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja. Ist jetzt ein Zeichenstil, der sehr locker daherkommt und Also aber grob eine gesagt, durchaus ernste Geschichte repräsentiert. Kurz gesagt geht es da, dass auf eine Reise in Neuseeland ist es, meine ich, plötzlich, als die ein Restaurant besuchen, ein asiatisches, und da halt Ramen essen, plötzlich ein Erdbeben beginnt. Was ja wirklich stattgefunden hat, das Erdbeben, also von daher. Ich habe den Thorsten angeschrieben, ist es irgendwie autobiografisch und hat er gesagt, ja, sowas in der Richtung hätte der Aljoscha ihm gesagt. Mhm. Man merkt es aber auch schon beim Lesen, dass das einfach wesentlich intensiver und wer würde sich sowas ausdenken, dass du beim Rahmenessen plötzlich die Welt um dich zusammenbrichst und du das dann automatisch immer damit verbindest. Also ich hatte mal eine Salmonellenvergiftung. Oh Gott, das sind wieder die Vergleiche. Die. Und seitdem hat sich mein Körper auch dran erinnert, was ich in dem Moment so vorher gegessen habe. Mhm. Ne? Und demzufolge komme ich nicht mehr so wirklich gut an Wiener Würstchen dran. Mhm. Okay. Also soll ich die Geschichte kurz performen oder? Ja, kannst du gerne. Wenn also es begab sich im Jahre des Herrn, ist jetzt 20 Jahre her, diesen Sommer, 1997. Das weißt du ganz genau. Das weiß ich sehr genau, weil das nämlich der erste Sommer war, wo der junge Breedstorm mit seinem Kumpel in Wacken gelandet ist. Ah, ja. Ich war schon vorher auf diversen Konzerten, aber Wacken war damals halt auch noch was nicht in der Tagesschau vorkam. Und da waren halt nicht wie jetzt 80, 100.000 Leute oder was da rumspringt, sondern die offizielle Zahl, die genannt wurde, waren 20.000 Leute. Also war alles noch relativ im Rahmen. Und da hat sich der junge Breedstorm mit seinem Kumpel im alten Opel Kadett D erst auf dem Weg ins Warner Brother Movie Park gemacht, der damals noch stand und ziemlich geil war. Also hat echt Spaß gemacht. So mit damals war der noch geil, ja. Im Anschluss sind wir rübergefahren nach Amsterdam, was ziemlich seltsam war, weil natürlich zu dem Zeitpunkt hatte der junge Breedstorm noch lange Haare, aber warum ungefähr an jeder Ecke ein, wie soll ich das sagen, afrikanischstämmiger Mensch stand, der mir irgendwelche Drogen oder was auch immer verkaufen wollte. Okay. Also du läufst da einfach nur lang, willst dir die Stadt angucken. Heroin, Kokain, Ecstasy, Heroin, Kokain, Ecstasy. Und ich so, lass mich jetzt mit dieser Scheiße in Ruhe. Sehr gut, es gab ja natürlich auch sehr viel Drogentourismus damals. Ne? Ja, wahrscheinlich immer noch, aber ne, das war ich irgendwie der falsche Ansprechpartner. Mhm. Das wissen die ja nicht. Jedenfalls sind wir dann an der Küste. Dass du nur deswegen da bist. Ja, ich verstehe das, aber ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. Ja. Soll ich mich mit der Scheiße in Ruhe lassen? Ja. Andere Vollschwein. Drogen, nehm keine Drogen. Drogen sind schlecht. Ja. Jedenfalls dann an der Küste weiter, von Holland, so an der Nordsee hoch bis Wacken, Schleswig-Holstein. Und auf dem Weg dorthin hatten wir mal irgendwann Würstchen gekauft. Ja.
Und jedenfalls, kurz vor Wacken sind wir dann nochmal in den schönen Ort Bad Bramstedt eingekehrt. Okay. Und waren im dortigen Discounter unserer Wahl und haben uns eingedeckt mit Material, was denn... Die Würstchen. Ja? Nein, nein, die Würstchen hatten wir schon vorher. Die hatten wir morgens gefrühstückt. So, ja, ich wollte eigentlich irgendwas anderes essen, aber chronisch blank war das natürlich, haben wir dann gesagt, okay, dann ist es halt so. Ne? Also ich hätte auch eine normale Currywurst gefrühstückt oder so. Ja. Jedenfalls sagt mein Kumpel so an der soll ich das wirklich jetzt? Sagt mein Kumpel so an der Kasse, ich kaufe mir jetzt eine Tüte und kotze jetzt da rein. Ich so, willst du mich verarschen oder was? Wir gehen raus, er mit dieser Tüte unter den Arm, setzen uns im Park, da wurde gerade geheiratet und kotzt in diese Tüte rein. Sehr schön. Und ich saß daneben, fand das eigentlich nur relativ witzig. Auf einmal merke ich so ein Grummeln in meinem Bauch, gib mir mal diese Tüte. Und dann habe ich auch schön in diese Tüte reingereiert. Mhm. Dann war aber wieder gut, jedenfalls bei mir. Mhm. Ne? Hintergrund, mein Kumpel ging es dann immer schlechter und irgendwann war es dann so, dass ich einen Krankenwagen holen musste, weil er komplett abgebaut hat. Also er ist dann in irgend so ein Restaurant eines griechischen Wirtes eingedrungen und hat dessen Toilette verkeimt und es ging aber immer noch schlechter. Halt, ja, ne? Und irgendwann habe ich gesagt, hier, es hilft nichts, wir einen Krankenwagen holen. Mhm. Und wir haben dann schon gemerkt, dass es wahrscheinlich auf das Essen zurückzuführen war. Jedenfalls haben sie ihn dann liegend transportiert und ich saß so daneben, habe gesagt, naja, so richtig geil geht es mir halt auch nicht. Mhm. Und du siehst, es kann einem auch ohne Drogen schlecht gehen. Mhm, man muss nur halt ein Fraß essen. Und im Krankenhaus versuchte man mir dann auch noch so eine Infusionsnadel in den Arm zu rammen und das haben sie aber einfach nicht so wirklich geschafft. Und da habe ich gesagt, Jungs, wisst ihr was, das tut mir alles mehr weh als mein Bauch, ne? Weil ich hatte das schön alles in diese Tüte entleert, was aber auch dran lag, dass ich einfach viel mehr getrunken hatte. Also er trinkt traditionell sehr wenig und ich hatte das morgens mit einem halben Liter wahrscheinlich Orangensaft oder sowas runtergespült, so in meiner Erinnerung und jedenfalls war es dann so, dass mein Auto in Bad Bramstedt stand und wir dann in ganz anderem Ort irgendwie im Krankenhaus waren, muss ich noch mit der Krankenschwester zu meinem Auto trampen, weil er hat dann beschlossen, ihm geht es so schlecht, er bleibt dann da und ich habe gesagt, hier, es ist Wacken, ich will dahin. Ja. Und bin dann mit einer Krankenschwester auf jeden Fall zu meinem Auto und dann im Nachgang zu... Das. Nein, der Fetisch hat andere Gründe. Aber aber um das Ganze zusammenzuführen, es war sehr, sehr schön. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Ja, hier der Geschmack. War Comics, ne? War Comics. Jetzt sind wir aber sehr versucht, weit... die ganze Zeit, mir das noch im Gedächtnis zu halten, dass wir jedenfalls 97, Wacken, sehr geil. Ich bin eingelaufen zu den Klängen von Sodom. Das war natürlich, Rockbitch habe ich damals noch gesehen mit Live-Show auf der Bühne. Also es war legendär. Wacken 97, ich war da. Mhm. Ne? Nicht zu vergleichen mit dem Wim-Veranstalten. Wem das jetzt alles nichts sagt, da gab es übrigens. Du hattest ja eine Motto oder so, Dr. Motto. Da gab es übrigens den keine. Den übrigens gesehen, damals 98. Dr. Motto, ach du Scheiße, ey. Da gab es übrigens noch keine Dusche in Wacken. 98, als wir in Berlin waren, zur Love Parade mit den meisten Besuchern. Mhm. Und mein Kumpel auch sowas Ähnliches hatte wie eine Magenvergiftung, weil da musst du dann auch erstmal schön kotzen gehen. Ja. Ja. Ich hoffe, der hat es aber dann verdient. Wer weiß, was der sich eingegeben hat. Nee, gar nichts. Ja. Wir auch. Also die haben uns natürlich auch angeboten im Tiergarten oder so, aber haben gesagt, nee, lass mal stecken. Lass mal stecken. Gibt es jemand anders? Wir sind sehr langweilig gewesen, glaube ich. Ja, wir auch, ja. Also ich hab dafür das Heavy Metal, also ihr habt hier den einzigen Metaller sitzen, der ohne Alkohol 20 Jahre Festivals überstanden hat. Das ist, ja, nee, ich glaube, da gibt es mehrere. Also ich glaube, das ist gar nicht so verbreitet. Ich verstehe das nicht. Gut, natürlich ist es verbreitet, aber es gibt da mehrere. Ich verstehe das nicht, wie man komplett breit auf so ein Festival gehen kann. Da gibt es ja auch Leute, die fahren dann dahin, bezahlen, damals waren es noch 80 Mark, heute so 300 Euro oder so, dafür, dass sie überhaupt da sind. Ja. Und dann rosen sie sich die Birne so voll, dass sie keine Band mehr kriegen, sondern einfach nur betrunken im Auto liegen. Und so, was? Ne? Also, war sehr schön, es gab noch keine Duschen oder sowas, sondern es gab einen Wasserhahn. Eine Schlammpfütze. Ja, genau. Eine Schlammpfütze mit einem Wasserhahn für 20.000 Leute und dementsprechend sah das dann auch mit der Zeit halt aus, weil die lustigen... Klingt romantisch. Die lustigen Leute haben sich dann angefangen damit zu bewerfen und da reinzulegen und so. Es war auch sehr heißer Sommer. Also es war schon geil. Ne? Also damals, Wacken 97, so alt bin ich.
Ich erzähle dann nächstes Mal eine Geschichte von der Love Parade. Von der Love Parade? Weiter jetzt. Hier, ist das die, wo du morgens aufgewacht bist und die haben verschiedene Körperöffnungen komisch gebrannt? Nein. Nein. So was ist nicht passiert. Wir sind da früh hin und sind sehr spät abends oder war es schon wieder morgens dann nach Hause. Also, ja? Wir waren auch sehr, sehr anständig. Ja. 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 Aber ich habe Rockbitch gesehen. So, jetzt kommst du. Ja, allen, denen das nichts sagt, ich fühle mit euch. So, guckt einfach mal auf YouTube, Rockbitch, was da, der Junge, da, mein lieber Scholli, ja. Da war was los hier bei Rockbitch auf der Bühne. Da gab es nämlich, goldene Kondom. Ja. Wenn du das gefangen hast, wenn es von der Bühne geworfen hat, durftest du mit einer von den Damen, die in dieser Band spielten, ne, und sich während des Spiels entkleideten und alles Mögliche mit sich gemacht. Aber das ist prinzipiell ist ja auch gefangen. Prinzipiell ist ja auch eher Rock meine Musikrichtung als jetzt irgendwie Techno oder Rave. Ich wollte gerade sagen. Aber gut, war halt damals mal ein Erlebnis, was man einfach mal mitmachen wollte. So. Ja. Ja, ja, dafür filmen wir halt wiederum die ganz harten Sachen. Also von daher, ja, alles okay. Ich filme die ganz harten Sachen. Ja, das, was du da so auf Wacken und sowas. Ach so. Ja. Ja. Wie sind wir doch? War Comics. Ja, und die Geschichte hieß Neuseeland. Mal. Ja. Ne? Der Duft von Rahmen. Achso, weil ich Wiener Würstchen mit Salmonellen vergessen habe. Jetzt nicht nochmal. Genau. Aber haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht, der Aljoscha Jelinek und der Johannes Loh. Die war sehr gut, die Geschichte. Hat mir auch sehr gut gefallen und da würde ich gern, wie das zum Beispiel der Guy Delisle oder Guy Delisle mit seinen Reisegeschichten macht, sowas könnte ich mir, also ich sag mal, der wird ja in Neuseeland nicht nur das Erdbeben erlebt haben, sondern vielleicht noch das ein oder andere Kuriose, das könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Verlag, der das aus War Comics heraus entdeckt, wenn das War Comics nicht sogar selber macht. Da war übrigens gestern in Frankfurt der Guy Delisle. Ja, habe ich gelesen, passte aber zeitlich leider nicht. Ja. Da gab es einen Vortrag, ne? Da gab es einen Vortrag und vorher einen Signiertermin im T3 halt, ne? Es gibt natürlich nicht nur die langen Geschichten im War Comics, sondern es gab dann auch noch von den Machern von Portland Underground, das ist eine Importserie von Plemplem Productions, gab es noch die Geschichte Crash von Martin Sehn und Chris Kohler. Sah auch sehr, sehr geil aus. Also das ist auch wieder so ein Künstler, also gerade jetzt der Zeichner, wofür ich da sprechen kann. Gerne mehr davon und an was hat es mich erinnert? So ein bisschen Frank Miller-mäßige Action-Sequenz mit einem Autocrash und viel geschossen. Viele so. Soundbirds. Ja, also und, wirklich schönes. Vor allem laute Soundbirds und ja, doch hat er auch seinen Charme, die Geschichte, ja. Ja. Was haben wir noch? Ja, einen alten. Achso, den Abschluss. Till Felix. Till Felix war wieder, natürlich auch noch drin. Die meisten kennen ja von also War Comics Leser aus Insektenwelt, wo er diese kleinen Menschen, die auf Insekten reiten, zu einer Geschichte zusammengefasst hat. Und das hat er zusammen mit Christian Hillmann, hat er Nihilus Kinder gemacht, mit dem Titel Haus der Lügen. Das ist eine abgeschlossene Geschichte, die im Prinzip den Besuch des Tods in einem Seniorenheim der etwas anderen Art erzählt, habe ich mir seinerzeit dazu notiert. Das war jetzt so meine Interpretation dazu. Hast du das ähnlich gesehen? Ja, also ähnlich schon. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen eher als eine Art auch Nervenheilanstalt gesehen oder sowas. Also ja gut, es kann natürlich sein. Ich habe Zivildienst in Seniorenheim gemacht. Da hat es mich sehr daran erinnert, an die ein oder andere Krankheit, die Bewohner damals hatten. Also da hatte ich dann natürlich meine Assoziation, weil da jetzt natürlich gibt es auch Leute, die dement sind, die Parkinson haben, alles Mögliche haben. Und das war jetzt so meine Identifikation damit. Und ja, da ist so die ein oder andere Erinnerung wieder hochgekommen. Aber auch wieder sehr, sehr schönes Heft. Vorne gab es auch mal wieder von Dennis Klog wieder so ein Strip, der ist auf unserer Homepage auch verlinkt, also dessen Homepage. Da gibt es einiges zu lesen und er macht immer sehr, sehr schöne Sachen. Auch mit im Prinzip sind es Tiere, die irgendwas erleben, aber es ist sehr, sehr sozialkritisch und auch auf aktuelle Geschehnisse oder sowas so ein bisschen gemünzt. Sehe ich sehr, sehr gerne und
von dem würde ich mir, glaube ich, auch, also ich wiederhole mich natürlich ein ganzes Heft wünschen, aber es ist natürlich bei einer so einer Anthologie-Reihe, wenn ich das so oft sage, bedeutet das natürlich auch was. Ja? Also es gibt ja viele Anthologie-Reihen und da denke ich mir manchmal, ja, also ich sag mal so drei Viertel von dem hätte ich jetzt nicht noch mehr erwarten müssen oder hätte ich vielleicht gar nicht erst lesen müssen, aber hier ist die Trefferquote sehr hoch. Also es ist jetzt auch nicht, dass das alles zündet, das, das kann es einfach auch nicht, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist von Manga-Richtung über Hardboiled. Aber ich würde mal sagen, es ist für jeden was dabei eigentlich. Für jeden was dabei. Es ist wirklich so klassisch Anthologie, ne? Es inspiriert unglaublich. Ja. Und man muss auch bedenken, das ist wieder das typische 28-Seiten-Heft für 4,90 € von Plemplem, also das ist jetzt auch keine großartige Investition für einen. Ja? Also ich persönlich muss auch sagen, das ist tatsächlich im Moment das beste Heft, was wir im Programm haben. Für meinen Geschmack. Für deinen Geschmack. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, guter Fall. Ja, aber hey, Shark Farmer, hast du das schon mal gesehen? Ich bin auch sehr gespannt. Trachtman hat man ja letztes Mal schon angeteasert. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir schon darauf hingewiesen haben. Es wird ein Neil Adams-Variant davon geben, ohne Scherz. Der Chris Kläuber hat wohl Neil Adams angeschrieben, irgendwie. Und Neil Adams macht ein Variant-Cover für Trachtman. Okay, das allein ist fast schon wieder wert, es zu kaufen. Ich werde das kaufen. Also wahrscheinlich, bis der Podcast raus ist, werde ich schon bestellt haben. Ja. Weil, wie gesagt, wir lesen es ja immer als PDF. Aber die Sachen, wo ich wirklich dann komplett überzeugt bin, die bestelle ich dann natürlich. Und ich glaube, ab 20 € ist es auch portofrei. Und ich glaube, das normale Trachtman läuft wahrscheinlich auch wieder auf 4,90 € raus. Und das Variant auf 8 € ist vielleicht sogar was für Spekulanten, weil es wird in der Welt noch ein paar mehr Neil Adams Fans geben, die das natürlich auch gerne haben möchten. Und da schlage ich doch gerne mal zu. Also wie gesagt, Trachtman bin ich eigentlich ungelesen schon fast überzeugt davon, dass ich es geil finden werde. Weil ich die Grundidee richtig gut finde, wie bei Shark Farmer auch. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sollten wir eine Sammelbestellung machen, Steffen. Ja, mal gucken. No? Können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen. Ich bin schon registrierter, glaube ich, in dem Shop. Ja, gut, insofern optimal. Ja. No? Jo, also, es gibt natürlich auch wieder die aber ich habe da auch schon mal was bestellt, meine ich. Ja, Mr. Kill damals. Ja, ja, es kommt immer wieder was. Ich nehme es gerne halt auf Messen mit, aber da das jetzt dieses Jahr münchenmäßig wahrscheinlich nichts wird, ja. Weil ich die Sachen logischerweise dann auch sehr gern signieren lasse, mache ich das jetzt einfach so. Ja, gut. Ne? Also das, den obligatorischen Abschlussstrip hat übrigens der Evgeny Yokolev beigesteuert. Der hat auch einen Webcomic-Blog. Ja. Sehr bunt, sehr verspielt, was er da auf einer Seite gezaubert hat. Das war jetzt nicht ganz so, wie ich, also mein Ding. Aber es ist natürlich auch immer schwierig auf einer Seite. Wenn ich fand es auch nicht so jetzt. Also da zündet bei mir der Dennis Klog einfach mehr, aber das ist einfach wieder eine Wollte meiner Meinung nach zu viel auf einer Seite. Also irgendwie ist das, war das dann. Ja, ist halt die Frage, wenn du so wenig Zeit hast, willst du zeigen, wie es geht oder so. Ne? Also, schwierig. Schwierig, ja, klar. Ne? Aber es ist für jeden was dabei. Und ja, denke ich auch. Guckt euch was daran. Und wenn der Steffen hier schon sagt, dass seine Lieblingsreihe hiervon, das will schon was heißen. Ich meine, es gibt ja auch noch Changer. Ne? Klar. Mr. Kill, also es gibt die ganze Palette. Die stehen für sich auch super. Also die sind auch sehr gut. Aber hier finde ich halt die Abwechslung, die das ausmacht. Und das, ja. 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 Gut. Jetzt 20 Minuten Batman. 20 Minuten Batman. Muss ich die füllen? Oder wie du musst die nicht füllen. Du kannst Ja, ich hatte ja bereits angekündigt, da einen größeren Stapel Batman-Hefte gelesen zu haben und ich hatte jetzt auch mal wieder Bock. Eine Zeit lang hatte ich so einen leichten Batman-Burnout, möchte ich es mal nennen, wo ich einfach zu viel gelesen habe. Auch viel Scott Snyder und irgendwann konnte ich es dann einfach nicht mehr sehen. Ich kann das nachvollziehen, aber ich könnte jetzt so langsam auch mal wieder ran, ja. No? es ist auch, hast du die Hefte denn gleichzeitig immer gekauft? Hast du das gekauft habe ich sie, also natürlich. Gekauft habe ich sie alle. Ich muss sie nur halt jetzt mal lesen, eigentlich von Beginn New 52 an. Ja. Habe ich dann jetzt einiges vor mir. Ja. Also ich habe jetzt hier im Prinzip den ganzen Stapel vom September 15 bis März 17 hier liegen. Und das ist nämlich die Finalausgabe. So bin ich drauf gekommen, dachte, hey, da war doch was. Du räumst das hier immer in die Kiste und liest es ja gar nicht. Ne? Und das habe ich jetzt mal nachgeholt.
Und zwar ging das los mit der Ausgabe 39 mit dem schönen Titel Anakis Rückkehr von Brian Buccellato und Manapul. Manapul? War, glaube ich, das war so in vier US-Heften abgeschlossene Geschichte, die, die, wie der Titel schon sagt, die Figur Anaki zum Thema hatte. Das war ja eine der Figuren aus dem Jahr Null. Also jemand, der sich, wie der Titel schon, also der Name schon sagt, anarchistisch so ein bisschen betätigt und gegen das ganze System vorgehen will. So ein bisschen Batman auch da eigentlich als ähnliche Figur sieht, was Batman natürlich dann groß abstreitet. Die Auflösung war dann ein bisschen überraschend für mich, aber hey, war in Ordnung. Das große Event kam dann im Anschluss, und zwar war das Todesspiel. Mhm. Das Todesspiel hat den lieben Joker wieder als Hauptfigur auserkoren, was natürlich ein bisschen überraschend ist, weil er galt ja als verschollen, und wir hatten ja Scott Snyders ich wollte es nicht schon wieder sagen, Ansatz mit dem abgeschnittenen Gesicht, was ihm abgetrennt wurde und was gern auch mal wer anders dann aufgezogen hat und was so langsam vor sich hingegammelt hat. Und interessanterweise sehen wir jetzt wieder einen Joker, der ein komplett gerichtetes Gesicht hat und auch wieder mehr als aktiv im DC-Universum oder wie der Titel es schon sagt, das neue DC-Universum, wie er da drin vorgeht. Batman ist ja im Gegensatz zu zum Beispiel Superman keine Serie, die sie resettet haben, sondern Batman und bei Green Lantern war es, glaube ich, auch so, gab es kein Reset, sondern man hat die Story weitergeführt, während andere Serien dann mit einem neuen Superman angefangen haben, was an sich schon nicht wirklich konsistent ist. Im Laufe der nächsten 4-5 Hefte geht es dann natürlich schwer zur Sache. Und es gipfelt dann darin, dass natürlich, also ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber kommt der Gedanke auf, Batman sei tot. Wer keine Spoiler lesen, hören möchte, der möge jetzt bitte weiterskippen, abschalten, was auch immer. Wäre das noch komplett, aber ich sag mal, das ist jetzt auch eigentlich schon wieder so lang her, dass man da komplett darüber reden kann. Ja. Spoilerwarnung ist raus. Es kommt zum großen Endkampf zwischen Joker und Batman, und anscheinend sterben beide, was dann die Stadtälteren von Gotham dazu bringt, dass man sagt, naja, eigentlich war das mit dem Batman doch ganz gut, aber wir hätten jetzt gern unseren eigenen Batman. Und der eigene Batman kommt in eine kleine Kampfrüstung. Also wir stellen uns mal War Machine von Marvel vor. Also ich sage jetzt bewusst nicht Iron Man, sondern eher War Machine mit mehreren Schussvorrichtungen, mit so hasenmäßigen Batman-Ohren noch an der Seite, die eigentlich eher aussehen, als könnten sie relativ schnell kaputt gehen, als irgendwas bewirken, aber es muss natürlich noch Batman aussehen. Und wen würde man natürlich in so eine Rüstung reinsetzen? Der Steffen grinst schon, weil er es natürlich schon weiß und das schon gehört hat, und die meisten werden es schon gehört und sich gewundert haben. Es ist Commissioner Gordon. Commissioner Gordon. Man hat in dieser ganzen Stadt von höchst trainierten Leuten hat man keinen anderen im Kopf außer Commissioner Gordon, die jetzt quasi die Kampfrüstung anziehen soll. Und unter der Kampfrüstung hat er auch noch so eine Art modifiziertes Batman-Rüstung, also Kostüm ohne Cape, weil das hat er niemals gelernt, dass er das einsetzen kann. Batman setzt es ja zur Täuschung gern mal ein oder sowas. Das lenkt das Feuer damit auf Ecken, wo es unschädlich ist. Und stattdessen ist es komplett schwarz mit gelben Applikationen. Und seitlich hat er dann noch wie so eine Art Dienstgrad dann tatsächlich noch auf dem Ärmel drauf. Hier auf dem Cover von der Nummer 50 vom August 2016, wo das Ganze schon wieder von Scott Snyder geschrieben wurde und für mich immer sehr schön gezeichnet von Greg Capullo, den ich ja seit Spawn sehr verehre, ist es so, dass der Commissioner Gordon da sehr schlaksig drauf wirkt, sehr, sehr schmal und so, wie man sich das vielleicht auch vorstellt. Er hat sich natürlich seinen Oberlippenbart von Inside and Porno Balken genannt abrasiert. Und lustigerweise hat er teilweise dann so ein bisschen was wie so einen leichten Irokesen oder sowas da, oder auch mal ganz kurze Haare würde gezeigt. Der Grundgedanke ist eigentlich der, dass man sagt, er war mal bei den Marines,
und kennt da viele coole Moves. Und wen sonst sollte man da auch reinsetzen? Also es werden wohl auch viele, viele andere Cops getestet, aber man kommt irgendwie zu der Sache, ja, Jim Gordon, wenn du mal so ein bisschen trainierst, ist es überhaupt kein Problem für dich, einfach eine hypermoderne Kampfrüstung und auch ohne die super zurechtzukommen. Du bist eigentlich, also wer hätte nicht sofort gedacht, dass du Batman, nicht, dass Batman ihm 2 Millionen Mal den Arsch gerettet hat, weil es irgendwie nicht gepackt hat, die ganze Scheiße. Nein. er ist jetzt der neue Batman. Mhm. So, ne? Und das wirkt für mich so ein bisschen befremdlich. Also teilweise ist er, wie gesagt, ganz gut dargestellt, dass er eben nicht so muskulös ist, aber so stelle ich mir Jim Gordon im Kostüm auch nicht vor, selbst wenn er sich rasiert hat. Er wirkt auch in diesem rasierten Zustand, sieht er eher so ein bisschen aus wie, sag ich mal, der gealterte Flash oder sowas. Ne? Mit weniger Muskeln und ohne Behinderung. Also nicht Flash von DC, sondern Flash Thompson. Sieht eher aus wie so ein leichter Rowdy, weil man das Soldatentum dann so ein bisschen darstellen wollte, aber wir haben in den ganzen 60, 70 Jahren Batman, die wir genossen haben, haben wir jetzt nicht als den mega guten Kämpfer gesehen, sondern er wirkte eigentlich eher, ja, wie Greg Capullo später Twitch bei Spawn dargestellt hat. Mhm. Eher so ein bisschen der dürre Leptosom mit dem Oberlippenbart. Mhm. Ja, und da hat er sich jetzt komplett raustrainiert, setzt die Kampfrüstung ein. Das klappt manchmal klappt das nicht so gut, weil er ist eben nicht Batman. Also das wird relativ schnell klar. Er versucht dann, sein eigenes Ding zu machen. Ja. Und es kommt dann auch zu einer längeren, zusammenhängenden Storyline, in der klar wird, irgendwann Bruce Wayne hat die Sache überlebt. Welch Wunder. Durch irgendwelche Geschichten, die im Untergrund Gothams laufen. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er hat es überlebt, aber er hat sein Gedächtnis komplett verloren und auch seine Narben. Ne? Also hat perfekt gepasst und lebt jetzt anonym mit Bärtig, mit einer rothaarigen Alten, was wiederum eine Jugendliebe ist. Also die Alte, die eine Jugendliebe war von ihm, zusammen und ist eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Und Alfred ist auch sehr zufrieden damit, weil er ihm das einfach so gönnt, dass er eben nicht diese Erinnerung an die Tötung seiner Eltern hat und diesen Rachefeldzug macht, sondern dass er jetzt eigentlich sehr glücklich ist, indem er mit der Dame zusammenlebt und einfach ohne Batman leben kann. Also Alfred findet das sehr, sehr gut. Ist übrigens eine Parallele, weil bei Alfred, da sagt man ja auch, warum kann er das alles so gut? Der hilft Batman ja auch ständig. Da sagt man ja auch früher, dass er beim Militär war. Mhm. Ne? Das haben sie da direkt mal gerade so übernommen. Mhm. Und für mich, einerseits fand ich es interessant zu sehen, dass es jemand anderes jetzt die Rüstung trägt. Das hatten wir ja auch schon beim Dick Grayson, hatte sie ja zeitlang mal, oder wie du es schon gesagt hast, Azrael auch, was ich immer interessant fand. Aber es wurde nicht konsequent durchgesetzt, sondern es gibt einen relativ langen Story-Arc. Im Laufe, welche Überraschung, bekommt Bruce Wayne mehr oder weniger das Gedächtnis zurück und wird dann wieder Batman. Und die ganzen Geschichten mit Commissioner Gordon als Batman, die wurden danach geliefert. Also man hat diesen Story-Arc, glaube ich, auch 4 Hefte oder sowas am Stück durchgezogen. Mhm. Ist natürlich auch schwer, sowas zu veröffentlichen, weil ja mehrere Batman-Serien da reingespielt haben. Und die sind dann wiederum danach erst wieder erschienen. Was heißt, dass wir diese ganzen Commissioner Gordon-Batman-Geschichten, wo er zum Beispiel unter anderem auch auf die Justice League trifft, ne? Von Peter J. Tomasi geschrieben. Oder auf auch andere Gegebenheiten. Es gibt zum Beispiel eine ziemlich, auch eine Tomasi-Geschichte, wo er als zu seinen Marines zurückkehrt. Also so lang ist es dann scheinbar auch nicht her, ne? Weil wir sehen ihn dann mit relativ jungen Leuten plötzlich in Afghanistan rumfuscheln, halt, ne? Wo sie so ein, ja, sie haben mal was zusammen gemacht und in der Wüste vergraben und es kommt halt wieder, auch so ein bisschen mystisch. Und das Ding aus der Wüste lässt grüßen. Ne? Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber war der Ansatz bei New 52 nicht auch der, dass der Jim Gordon insgesamt ein bisschen jünger dargestellt wurde? Ja, natürlich, aber das trotzdem ist es für mich trotzdem noch, also das ist dann wirklich eine sehr deutliche Erfrischungskur und also ich hätte es dann im Endeffekt doch besser gefunden, wenn sie ihn schon auserkoren hätten dafür, obwohl er ja eigentlich zeitlebens immer nur als die gescheiterte Nebenfigur von Batman bekannt ist, egal bei was, also ständig muss ihm der Arsch gerettet werden, ständig trifft er Fehlentscheidungen und so weiter und so fort.
das macht auf vielen Ebenen keinen Sinn. Mhm. Aber wenn sie dann diese Altersprobleme da rein, nein, wir sagen, ja, er hat halt ein bisschen trainiert und dann läuft das halt wieder. Ne? Und das war mir im Endeffekt dann zu einfach. Also er wirkt dann einfach nicht wie Commissioner Gordon. Und im letzten Heft, in der Finalausgabe, ist das Ganze dann aufgelöst. Er lässt sich dann auch wieder im Bart wachsen. Das ist, glaube ich, seine geheime Superkraft, dass der auch innerhalb von wenigen Tagen wieder extrem buschig aus seinem Gesicht rauswächst. Ja, aus meiner Sicht wirkt das wie eine Superkraft, weil ich habe nicht so einen schönen Bart. Ja, ich weiß nicht, ob man sich das wünschen soll, dass man sie dann so... Optisch ist das natürlich, wenn Capullo beteiligt ist, ist es natürlich immer ausgezeichnet. Mhm. Bei Spawn kam das Ganze interessanterweise doch düsterer runter, rüber. Aber sehenswert ist das allemal. Mhm. Und das ist, denke ich, auch, wenn man vielleicht ausgesetzt hat bei Batman, was man nachholen kann, einfach weil es interessant ist und mal komplett andere Ansätze zeigt. Mhm. Ne? Auch wenn man, für mich hat DC, hätte einfach dann nochmal ein paar Monate länger aushalten müssen und mehr mit der Figur auch machen. Mhm. Bei Doc Ock haben wir gesehen als Spider-Man, dass das Ganze funktionieren kann. Ja. Natürlich, die Fanboys schreien es am Ende wieder runter und es wird wieder alles resettet und es ist wieder alles wie vorher und Peter ole ole. Aber auch hier hätte man das sehr gut machen können. Und das Ganze gipfelt dann, wie gesagt, in dieser Finalausgabe, wo nochmal ein bisschen Revue passiert wird, wo diverse Batman-Gegner gezeigt werden und was, ja, so ein Requiem am Ende dann auch so ein bisschen für die Serie ist, die dann natürlich jetzt auch in dem ganz, ganz neuen DC-Universum, was uns jetzt erwartet, zu sehen ist. Okay. Ne? Also das war jetzt meine Rückschau auf diese ganzen, auf den Batman-Run, auf das Ende. Und ich bin doch froh, dass ich das Abo gehalten habe. Das ist tatsächlich dann auch die Serie, die ich am längsten im Abo habe. Mhm. Mal schauen, ob ich das Ganze wiederum fortsetzen möchte oder nicht. Mhm. Was ich bis jetzt vom neuen DC-Universum, also das letzte neue DC-Universum hat mich relativ kalt gelassen am Ende. Ob das jetzt wieder funktionieren wird, weil dann doch einige Figuren, die mir am Herzen gelegen haben, die ausradiert wurden, zwischenzeitlich zugunsten anderer Figuren zurückkehren, muss ich sehen. Also ich werde es nicht blind kaufen, sondern werde mich da tatsächlich intensiv mit beschäftigen, bevor ich das kaufe. Ja. Ja. Ne? Mhm. Ja. Sehr gut. Wann wirst du es lesen? 2029? Ja, wenn ich eine Rente bin. Ne? Retro-Cookies. Ja. Das kann man dann machen, ne? Ihr kriegt die Hefte jetzt zwar nicht mehr, aber sie waren schön. Und der Steffen hat sie alle und sie sind noch nie im Mint, weil er sie gar nicht, sie nur eingetütet hat. Naja, genau. Ne, das ist, irgendwann wird es jetzt mal lesen, glaube ich. Ja. Muss ja dann mit Batman auch mal so langsam weiterkommen. Ja. Ja. Und mit dem restlichen Kram. Mhm. Liegt noch viel zu viel. Naja, gut. Deswegen kaufe ich im Moment auch weniger Neues und gucke einfach mal, dass ich... Ja, aber bei den Schlümpfen bist du schon wieder schwach geworden. Ich kündige Schlümpfen jetzt schon und bei Paper Girls. Ne? Ich kündige jetzt schon wieder an, ich habe noch 10 Bände Prinz Eisenherz. Da werde ich oh je. Hey, das ist geil. Prinz Eisenherz. Ja. Ach, Hal Foster. Mann. Mhm. Mehr sage ich dazu nicht. Der konnte zeichnen. Mhm. Weißt du, nicht nur ein Kreis und zwei Striche und das ist dann der Comic, sondern ne, der hat sich Mühe gegeben. So, die Pizza wartet schon auf uns. Ja, der Steffen ist schon wieder gierig. Ja, deswegen machen wir jetzt hier auch ganz schnell Feierabend. Mhm. Genau. Ja, fällt uns noch irgendwas ein, was wir noch... Nee, ich glaube... Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Wir feiern ja nächstes Mal 60 Jahre Comic-Cookies. 60 Jahre, ja, genau. Und der Steffen hat schon den Wunsch geäußert, vielleicht mal wieder den Sepp zu kontaktieren. Müssen wir schauen, ob das funktioniert. Ja. Ja. Würdest du auch in unser kleines schwedisches Restaurant dann dich beteiligen? Okay, dann werde ich ihn mal anschreiben. Batterien habe ich dabei, also von daher. Ich habe ihn im Forum in letzter Zeit nicht viel gesehen, was natürlich auch dran liegen kann, dass ich in letzter Zeit auch nicht besonders viel im Panini-Forum unterwegs war. Mhm. Aber ich werde ihn kontaktieren, kriegen wir schon. Irgendwie und viel sagen können werden wir dann nicht. Mhm.
weil sich so viel in ihm aufgestaut habe. Es wird ein epischer Monolog werden, aber es ist ja auch immer recht interessant, weil er auch teilweise einen sehr unterschiedlichen Geschmack zu uns hat. Mhm. Aber auch immer sehr gut ist für Anregungen. Und da bin ich sehr gespannt, was sich da in der Zwischenzeit beim guten Sepp so aufgestaut hat. Mhm. Wir wissen es nicht, vielleicht ist er jetzt mittlerweile auch schon verheiratet und hat 5 Kinder oder sowas halt, ne? Aber ja, 5 Kinder hielt ich für unwahrscheinlich. Wieso, aber, wenn die Frau schon ein bisschen vorgearbeitet hat, kann das ja alles, aber so, wir werden das sehen. Wir werden das sehen, vielleicht hat er sein Leben komplett geändert. Mhm. Und ist jetzt wie du Techno-Jünger. Spannungserwartung auf. Nee, nein, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Genau. Ansonsten wieder in alte Konstellationen und gucken mal. Genau. Na? Ja. Ja. Klingt nach einem Plan. Okay. Einem Plan. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo. Arrivederci. Halt die Ohren stark. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.